Jo, guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Povisim Racing im nächsten Durchgang. Kialami habt ihr wahrscheinlich schon erkannt, oder? Kialami, aka ganz gerne auch mal als Salamin definiert, diese Strecke. Da sind wir heute Abend zu Gast, 60 Minuten die Renndistanz, dritter Durchgang von 12. Ergo, gerade die Saison frisch begonnen. Hier kurz den Rennkalender für euch eingeblendet. Ihr seht, Kialami, dritte oberste Reihe von links. Da sind wir heute zu Gast. Oh, Matthias, vielen, vielen Dank für 45 Euro, mein Lieber. Dankeschön. Warum hast du jetzt... Also egal. Lass uns privat... ja, ist egal. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Kuss geht raus, Matthias. Und jo, also die... das Nachholerformat steht noch nicht zu 100% fest, by the way. Also wenn ihr es gerade im Kopf habt, Freunde, Hovesim Racing Endo-Cup-Format ist ja beim letzten Mal in Laguna Seca abgebrochen worden. Finaler Stand ist jetzt der, dass ein relativ großes Statement und auch große Info von Hovesim Racing seitens direkt rausging, mit dem, ja, ich sag mal, um Entschuldigung beten, dass da womöglich doch der Server irgendwo ein bisschen am Struggeln war. Man weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt Laguna Seca war in Kombination mit den Problematiken, die man aus der Vergangenheit kannte, oder ob es jetzt reinweg der Server selber war. Man hat aufgerüstet, serverseitig, dass von der Technik her wirklich da das Thema ausgeschlossen werden kann. René, mein Lieber, grüße dich morgen. Und jetzt ist so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der Nachholertermin Mitte bzw. Anfang Mitte Mai stattfinden wird, ja, sodass wir da dementsprechend dann nochmal mit Hovesim Racing im Endo-Cup-Format dem eigentlichen saisonalen Aufgebot, ne, gerecht werden können. Nur, dass ihr das einmal gehört habt. Matthias, nochmal vielen, vielen Dank für deine 45-Euro-Donation und fettes Merci, mein Lieber, für deinen Primary-Sub. Willkommen zurück im 8. Dankeschön. Dirk, einen wundervollen guten Abend, mein Lieber. René, soweit munter? Hast du wieder gefreut auf den Stream heute Abend, oder? Sehr schön. Also, wie gesagt, heute Abend Endo-Cup. Haken dran, Sprint Cup haben wir vor der Nase, deswegen habe ich auch in den Titel das Series A, also die Serie A, für anders ausgedrückt Split A mit reingenommen. Hovesim Racing fährt ja seit dieser Saison in zwei Splits, das heißt, jeden Donnerstagabend ist Programm. Die Woche drauf, sprich in der A-Woche, sind wir am Start hier in der Moderation. In der B-Woche, die Woche drauf, ist dann dementsprechend der Matthias Weckl himself höchstpersönlich am Mikrofon vertreten. Hat auch den einen oder anderen Gastdozenten, hätte ich bald gesagt, Gastmoderator mit am Start. Beim letzten Mal, sprich letzte Woche, war, glaube ich, der Dirk mit bei. Nicht der Dirk, der Himmelhilf. Detlef, so rum, der Detlef war wahrscheinlich mit bei. Hab mir sagen lassen, das soll relativ geil gewesen sein. Deswegen sau, 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 sau super, dass ihr das so macht, Matthias. Es ist nicht ganz einfach, speziell, wenn man die Situation nimmt, dass man selber mal die Moderation als solches durchführt und aber auch begleitet, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ja nicht nur das Gebabbel, was wir hier machen, ne? Sondern es ist ja Bild, Ton, Regie, Materialführung etc. zeitgleich zu dem, was wir dementsprechend hier dann verzählen für euch, oder? Also, heute Abend Kialami am Start, dritter Durchgang von 12, 60 Minuten Renndistanz, Rennkalender haben wir gesehen. Dann hauen wir euch gerade die zwei Trailer rein, gucken auf das Thema Ranking und dann geht's schon rauf auf den Server. Viel Spaß! Thank you.
Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, wenn jetzt jemand von euch einen Kittel braucht, kann ich es verstehen, oder? Zum Trockenmachen, so ungefähr. Also, Thema Ranking, da blicken wir kurz auch drüber. Wir haben ja die zwei Klassen als solches, das Thema, wird das angezeigt? Ja, das Thema Platin und Gold in der Series A und die Silber- und Bronze-Kategorie. Hey Thomas, guten Morgen! In der Series B, also sprich im Split B, als solches in der zweiten Woche, sprich nächste Woche dann, wenn der Matthias wieder am Mikrofon ist. So, dann müssen wir mal ganz kurz nachgucken, habe ich das auch aufgedröselt da? Guck mal hier, also Gold ist eigentlich die vermeintliche Platinwertung. Silber, ja genau, da kommt nämlich nichts mehr. Also, man hat es hier so ein bisschen getrennt in der Definition als solches. In der eigentlichen Platinwertung ist es so, Max Florenz führt vor dem Jan Drexler. Jan Drexler auf P2 punktgleich mit Robin Meyer. Also eine ganz, ganz enge Kiste, wenn man bedenkt, es waren auch erst gerade einmal zwei Wertungsläufe gewesen. Ist das schon in Ordnung. Aber es ist trotzdem ein Thema, was die Piloten natürlich ganz klar im Hinterkopf haben. Und was tendenziell auch schon den Druck, den Anspruch an sich selber womöglich deutlichst verstärkt. Und das zur Saisonstart, das ist eine geile Nummer. Michael Pirchheim auf der 4 hat 8 Punkte Vorsprung vor Moritz Birzer. Dann haben wir den Philipp Groß auf der 6. Dann der Ricky Krebs auf der 7. Christopher Schmidt 8. Jonas Zeus auf 9 Punkt gleich zu Philipp Thoma. Aber auch der Gerd Binder hat sich angeschlossen im Thema Punktgleichheit. Dann in der zweiten Fahrerwertung in der eigentlichen Goldklasse, aka Silver in der Race-App definiert, ist René Brey in Führung liegend vor dem Dominik Meyer. Dominik Meyer ebenfalls punktgleich zu Tobias Martini. Sandro Conradi auf 4, Deni Anwand auf 5, Peter Lindner P6 punktgleich mit Sven Molitor, aber auch Alexander Rütz, der hat nämlich auch 24 Zähler. Dann haben wir Mike Bugler auf 9, punktgleich mit dem Luxemburger mit Jeff Ewerts und Remo Kipfer auf der 11. Position. Also auch da wird mit Sicherheit massivst nach den Positionen geschaut, dass es dementsprechend passt und dann relativ schnell steil gehen kann, womöglich hier am heutigen Abend in Kialami. Jawohl. Also, da ist jetzt, glaube ich, gerade Briefing-Phase, wenn ich es richtig erkenne. Fahren nämlich da alle soweit rein in die Box. Das ist okay, weil dann können wir nämlich in aller Ruhe bei stehendem Fahrerfeld da die Fahrerkredenzsituation gestalten. Oh, bei Max Florenz, da ist immer noch kein Teamnamen eingetragen. Max, was da los? Aber Max Florenz, das ist der Aston Martin Pilot aus dem Venari Racing Hause. Man erkennt es, ne, wer die Livery von 2, 3, 4, 500 Mal gesehen hat, der weiß, dass das der Kader Venari Racing ist. Robin Meyer für Madcap Racing im McLaren unterwegs. Jawohl, der Teamkollege, das ist Philipp Mugler. Quatsch, weil ich Move gelesen habe. Philipp Thoma ist das natürlich, ebenfalls aus dem Madcap Kader. Philipp Groß, der nächste Philipp mit 5P am Ende. Fortune Hunter Racing im Audi 8, der Philipp Groß unterwegs. Letzte Season noch im Lambo, glaube ich, am Start gewesen, der Philipp. Und ist da schon ordentlich über den Parcours gegangen. Kabi, grüße dich. Wundervollen guten Abend. Dann haben wir den Jonas Zeus, der Grieche, für Entropy Racing im McLaren. Sebastian Brocke im McLaren für Entropy Racing. Ja, gut, der Teamkollege Michael Pirchheim, Entropy Racing, der nächste Teamkollege. Aus Österreich kommt der Michael. Robin Volland, Venari Racing im McLaren. Christopher Schmidt im M4, ebenfalls aus dem Venari-Hause. Daniel Arning für die GSE Racing Esports-Truppe im McLaren unterwegs. Benjamin King für Rover Racing im BMW M4. Der Moritz Birzer, unser Projektiv-Seetaucher ist das, jawohl, im McLaren mit der 474. Ricky Krebs, RPM-Triebwerk im Ferrari. Alexander Grote, Wippermann Racing im Honda NSX. Poisson, grüße dich. Jeff Ewerts, unser Luxemburger, Hovesim Racing 2, BMW M4. Vladi H, Rapid Racing im Aston Martin. Und er hat immer noch keine Unterstützung, Mensch. Rapid Racing nur einfach hier vertreten durch Vladi H. Trotzdem natürlich Fingers crossed. Mike Bugler, Venari Racing im Fefe. René Brey, CDS Digital Motorsport, der Österreicher im Porsche am Start. Matthias Weggel, Hovesim Racing Porsche. Pierre Meyer, DB3 Motorsport, Audi 8, Gerd Binder, B&B Racing im Fefe, Stefan Mons im McLaren Racing, McLaren sitzend, jawohl, Markus Blumendrath im Meckes für Skidmark Racing, Alexander Rötz, DOD Racing im Lambo, Bastian Holter, DB3 Motorsport, Audi 8, Jens Alusa,
Entropy Racing im McLaren, Alvin Bussian und der Alvin the Chipmunk, jawohl, Hovesim Racing im AMG, André Schwarz im AMG für B&B Racing, Bobby Paceman im McLaren für Hove, Tobias Martini, Martini Web Design Racing im Ferrari, Remo Kipfer, Panther GT Racing im Fefe, jawohl, das sind alles die neuen Ferrari, die 296er, da ist kein 488er mehr dabei im Feld. Sven Molitor im BMW M4 für Entropy Racing 2. Peter Lindner, CDS Digital Motorsport im Fefe. Dominik Meyer, Purple Sector Racing bei GSE im M4. Danny Anwand, Panther GT Racing Ferrari. Auch der neue, ja. Patrick Schröter im Ferrari für Hovesim Racing. Sandro Conradi im Porsche für Wippermann Racing. Jan Drexler für die Skidmark Racing Truppe im BMW M4 und der Julian Krubica für DOD Racing im Lambo. Also, 39 Teilnehmer. Könnt ihr mir vorstellen, der eine oder andere, der sonst auch normalerweise mit am Start ist, der liegt irgendwo noch faschingsbezogen, ne? Jüngste Vergangenheit. Irgendwo in der Ausnüchterungshaltung gefühlt. Schauen wir mal. Ich hoffe mal, ihr seid munter. Wenn ja, schreibt mir mal so die halben Leidensgeschichten in den Chat hinein. Ansonsten können wir hier ganz tiefenentspannt steil gehen in spätestens 9 Minuten. Wobei, gegen so einen Snack oder sowas hätte ich jetzt auch nichts, ne? Also müssen wir mal gucken hier. Schade. Schade, dass der die Helicam da nicht so ein bisschen dreht. Aber gut. Sind ja nicht bei Wünsch dir was, ne? Elman, einen wundervollen. Oh, das war gerade ein Disconnect, Freunde. Also der eine oder andere fährt schon wieder raus. Ich gehe davon aus, dass dementsprechend... Ja, jetzt ist der Honda NSX, der 98er, wieder am Start. Sehr schön. War kurz wahrscheinlich ein Rejoin. Dass das Briefing vorbei ist, wenn sie dann dementsprechend wieder rausrollen aus der Box, dann ist das der erste Indikator dafür. Axel, guten Morgen. Zum Glück habe ich gerade bestellt. Ich habe vorhin was bestellt. Ich bin seit Mittag auch zu Hause. Ich habe so dermaßen Rückenschmerzen heute extrem gehabt. Fühlt vorhin nichts anderes gemacht, wie erst mal 4 Stunden nur gelegen, ey. Katastrophe heute. Aber dafür wird es morgen ja länger, wisst ihr, habe ich euch erzählt, ne? Bin mal gespannt, wann ich morgen zu Hause bin. Wahrscheinlich wird es Uhres und 3 Jahre später gefühlt. Axel, wie geht's dir? Gänge ausdrehen, das ist ja unglaublich. Hab heute den DPD-Boten verpennt, nun muss ich morgen meinen RAM einbauen. Ja, aber wenigstens ist er angekommen, das ist doch schon mal viel wert. Du warst ja generell, hast du ja Bedenken gehabt, dass dementsprechend nicht Basis geht, oder? Meine Arbeit langsam voran. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Langsam. Zwergal, grüß dich. Ein wundervoll.
37 Grad, hören wir mal rein, Freunde. Es ist unglaublich warm hier in Kyalami. 30 Grad Außentemperatur. Bin gespannt, ob es noch heißer wird dann im Quali gleich. Morgen, glaube ich, nach der Arbeit definitiv wach. Keine Quali-Sperren. SG 10 für die 33, die 72, SG 20 für die 40. Eine SG 20, oh, das ist heftig. Okay. Dann lasst uns mal ganz kurz nachschauen. Die 33 und die 72, das ist einmal der Kollege Jens Alusa. Das ist das 72er Fahrzeug. Die 33 ist auf dem Auto von Julian Krubica vergeben. Das ist einer der DoD Racing Lambos. Und die SG20 gibt es für die Startnummer 40. Oh, das ist Pierre Meyer. Das ist der DB3 Motorsport Audi 8 Pilot. Für den gibt es eine SG20. Okay. Dennis, guten Morgen. Grüße dich. Okay, dann haben wir da auch schon mal eine Info. Perfekt, danke dir, Zwergerl. Ja, ja, kein Thema, kein Thema. Das ist ja naheliegend. Das ist ja naheliegend. Wenn es ganz dumm läuft, ist es ja auch so, dass die Live-Reco da womöglich... Haben wir bei Hovesim Racing Live-Reco? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ne, bei der Hovesim Racing haben wir doch nur... Also nicht im nur im Endo-Cup, ne? Im Sprintformat nicht. Nur im Endo, ja richtig, genau. Okay, also im Sprintformat ist es bei der Hovesim Racing so, dass du es einreichen kannst aus der, als Fahrer heraus, ja. Und dann hast du dieses Reporting after Race. Und wenn da natürlich dann etwaige Strafen zum Tragen kommen, dann müssen die natürlich im nächsten Rennen erst zum Entscheid kommen, ne? Beziehungsweise zur Durchführbarkeit. Aves, grüße dich, einen wundervollen guten Abend. Tut weh auf dem Schlauch stehen. Ja, ja, das ist eine relativ unangenehme Straßenbahn. Ja, das ist richtig. Richtig, genau. Im Sprint fahrt auch alles selber, habt ihr keine Zeit, genau. Jawohl. Christian Lautenbach wird noch ein Momentchen ausfallen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 3-4 Wochen. Pi mal Daumen. Hat er ja einen Bruch in der Ferse. Genau, Zeitstrafen rechnen die auf, ehrlich? Okay. Oh, das ist teilweise auch sehr, sehr mühsam. Wenn du da im Endeffekt, weil dann hast du Positionsverschiebungen noch in Löcher, die du alle manuell händisch nachrechnen musst. Aber okay, DTs und SG-Strafen werden aufs nächste Rennen gerechnet. Okay. Fahren und Stuart dann gleichzeitig. Das geht ja gar nicht, Axel. Das geht ja gar nicht. Das schafft es. Ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Wo ist der Vladi? Vladi steht in der Box. Schade. So, wo sind die Leute? Wo sind die Jungs und Mädels von Rapid Racing? Der Herr Keep! Einen wundervollen guten Abend. Grüße dich. Mit vier Armen und vier Augen schon. Ja, ja, genau, richtig, ja, ja. Dann nennst du deinen Rennstall irgendwie Tentakel oder sowas, weißt du, ich meine? Tocca, Grüße. Ero, mein Lieber, guten Morgen. Tachi sagt, du, aber? Ja, wir mindestens, oder? Ero, alles munter? Tocca, wie geht's dir? Komm ich schon auf NLS 6? Nächste Woche, ne? Tocca, nächste Woche, ja. Gestern haben wir die DTM 92 gehabt. Nächste Woche ist wieder NLS am Start, am Mittwoch. Bei der Rio Racing. Ah, das wird wieder geil. Das wird wieder richtig, richtig schnicke.
So viel Arbeit wollen wir dann auch nicht. Ich glaube, da prügelt sich keiner drum, gedanklich, Zwergerl. Kennt ihr diese blöden Scheiß-Kaffeetassen, die ein Loch irgendwo haben? Weißt du, ich meine, jedes Mal, wenn du reinguckst, ist da nur noch Luft drin, ey. Ich hasse es. Das war mal eine perfekte Boxeneinfahrt, ey. Die war mal sowas von perfekt. Rinn in den Koffer zu Mike Googler, unserem Nightmare. Hier hast du auch die Tassen, Kami. Okay, dann fühlst du das auf jeden Fall. Das war so klar, Bianca. Dankeschön. Ja, halt noch Salz in die Wunde. Tu dir keinen Zwang an. Ist kein Problem. Was hast du? Du hast Soda-Tassen. Die sind nur so da, okay? Kann man machen. Ups. Also, Quali-Start, Freunde. 39 Grad haben wir im Parcours. Es ist, wie eben gesagt, es ist wärmer geworden, heißer geworden. 30 Grad Außentemperatur. Es ist 15 Uhr Time of the Day auf dem Server. Und wir stehen geil. 20 Minuten. Das ist relativ human, das ist nicht allzu lang. 20 Minuten Quali-Session, es muss passen. Knapp 40 Teilnehmer. Im besten Falle organisieren die sich da etwas untereinander auf der Strecke, dass dementsprechend auch die freie Runde möglich wäre. Beziehungsweise haben hier massivst den Rückspiegel, vielleicht sogar teilweise noch mehr im Blick, wie dann im Rennverlauf, in der Rennsituation. Erdinger, grüße dich. Dankeschön, Straßmann. Es geht gerade weiter, ey. Ja, ich bin der Nächste, der Kaffee holt. Du sitzt quasi neben dem Automaten. Ich will jetzt nicht wissen, ob dein Automaten Magnus heißt oder nicht. Kami, Kuss geht raus. Kein Thema, kein Problem. Ist überhaupt kein... Das Problem ist halt immer, ich könnte es ja rein technisch gesehen auch umsetzen. Ne? Ich könnte mir auch die Kaffeemaschine hier ins Gaming-Zimmer mit reinsetzen oder so. Ne? Ich finde es aber dann relativ uncool, wenn ich dann mal vergesse, in dem Moment die Maschine anzuwerfen und das Mikrofon auszumachen. Na, dann hört er so ganz komische Sachen wie... Alles klar, fertig. Ja, das muss natürlich dann auch nicht sein. Ne? Ich meine, das wäre zur Belustigung aller eine sehr, sehr tolle, sinnvolle Situation, gar keine Frage, aber... Ich glaube, das mache ich genau zweimal, danach habe ich keine Zuschauer mehr. Erdinger, wie geht's dir? Wie hast du das? Ja, aber nicht in dieser Kombination und nicht in dieser Hülle-Fülle zusammenhängt, oder? Hey, Haya, mein lieber Chris, guten Abend. Schön ausgedrückt, Furzkissen maximal. Straßenbahn. Tim, einen wundervollen. Oh. Ach so, alles gut. Ja, das ist genau, das machen sie gut. Das machen sie richtig gut hier. Die wissen das aber auch, ne? Es ist nicht so, dass du jetzt hier bei der Hoovesim Racing die Fahrer, das gesamte Fahrerfeld, die letzten zwei, drei Kurven da voll um die Ecke gedübelt kommen und dann total verwundert und überrascht sind und am Ende des Staus dann da volle Lotte reinballern, ne? Also das ist nicht der Fall. Wenn ich es richtig erkennen sollte, den Anfang machen der Philipp Groß in seinem Audi 8. Mach das, Tocker, mach das. Was ist denn ein Starbills-Logo, Straßenbahn? Ist es der alte Clip oder was, Susi? Ich hab das schon mal gemacht, ja. Aber in einer anderen Ausführung. Ah, ne. Ach so, du hast einen neuen Clip gemacht, Susi, ja, okay. Ein Schreibfehler. Auf hier, Roxo! Grüße dich! Einen schönen guten Abend. Ach, Starbulls! Boah.
41,147, Polezeit gefahren von Philipp Groß. Yannis Zeus, 41,202, gefahren vom Griechen. Michael Pirchheim, Justamente, neuer Zweiter, 41,180. Alexander Grote auf 4. Im Honda NSX, absolut geil. Und das ist so ein bisschen in der Vergangenheit immer sehr, sehr typisch gewesen. Ne? Die Jungs und Mädels auf dem Honda NSX, die waren immer echt zügig vorne mit dabei. Ich bin gespannt, ob er es halten kann. Der Alexander Grote, den Bereich der Top 5, vielleicht sogar den Bereich der Top 10 maximal. Moritz Pirzer P5, Sebastian Brocke jetzt über die Linie mit P6 gesegnet. 41,442 gefahren. Robin Meyer P7, 41,455. Ricky Krebs auf 8, 41,495. Dann Benjamin King auf der 9, 41,602. Matthias Weckl auf der 10 mit 41,622. Philipp Groß, erster Sektor, hat er hinter sich gelassen. Das ist schon zweiter Sektor, zwei Zehntel im Delta. Und da ist die erste 40er Zeit. Max Florenz, 40,820, Freunde. Ich wollte gerade schon fragen, warum haben die das nicht gleich in der ersten Hotlap geschafft? Ey, Arschlecken 250, das geht teilweise gar nicht. Auch mitunter dieses hohen Verkehrsaufkommens geschuldet. 40,820 von Max Florenz. Wie lange bleibt diese Polezeit bestehen? Womöglich. 15 Minuten haben wir noch. Bastian Holter 12, Ladi H 13, Remo Kipfer 14, der Tobias Martini auf der 15 mit 41,837. Jetzt P16 hat er inne, weil Mike Buchler hämmert im Fefe nach vorne auf die 9 mit 41,475. 40,817, Philipp Groß legt nach. Terminiert die Zeit gedanklich des Max Florenz. Also lange hat sie nicht gehalten, Freunde. Die Powerzeit des Max Florenz. Aber Freunde, das sind gerade mal 3000stel, ne? Christopher Schmidt, großartig. Neuer Dritter, Schmidt über die Linie 40,960. Moritz Birzer, P4, 41, Bond-Style, also sprich 007 für Moritz Birzer nach dem Komma. Jan Drexler, neuer Fünfter, großartig. Der Jan hat auch was im Petto. Wollen wir wetten? Versprochen. Der Jan wird heute Abend steil gehen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Der ist letztes Mal schon abgegangen wie ein Achterrettich oder wie ein HB-Männchen. Ja, also der ging richtig steil. Vladi H., was ist denn da los? Hey, Vladi, hast du geübt, mein Pop, oder was? 41,132, Vladi H. nach vorne auf die siebte Position. Philipp Thoma auch eher pfeilschnell, 41,000. Exakt 41,0. Kredenzt von Philipp Thoma. Neuer Vierter am Bond vorbei am Moritz Birzer, 40,665. Was macht ihr denn bitte schön, sag mal? Wo wollten ihr hin? 40,665, Max Florenz legt nach. Jetzt liegt's wieder an Philipp Groß. Diese Runde wird nix. Hat sich da im Verkehr so ein bisschen einsortiert, der Philipp Groß. Aber mal gucken, ob er nächste Runde da den Hammer der schnelleren Pace wieder auspacken kann. Zeitengleichheit 14 und P15. Quatsch, 15 und P16 jetzt. Pierre Meyer war ein Ticken schneller. Mit P13 ist er jetzt gesegnet über die Linie. Mike Buchler, 41,060 auf die 7. Kommst ja gar nicht hinterher. Also Zeitengleichheit. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Daniel Arning, 41,475. Jetzt P17, aber Zeitengleichheit 18 und 19. Benjamin King und Stefan Mons. Beide gefahren die 41,495 Justamente. Da habe ich nochmal eine Zeitengleichheit. Julian Krupika, P24 und Bastian Holter, P23, 41,632. Die sprechen sich doch ab, oder? Das kann mir doch keiner verzählen, ey. Also, die weißen Nummerntafeln, das ist der Platinfahrer. Die silbernen oder die grauen Nummerntafeln, das ist der Goldfahrer. Ey, Ingo, mein Lieber, grüße dich. Nee, ich habe keine Delo. Achso, du meinst wegen der Geräuschkulisse, Manuel? Ja, ja, genau. Irgendwo erkenne ich das Logo auf der Livery von Groß. Welches? Weil da sind ja ganz viele drauf. Also primär ist es so, der Philipp Groß ist unterwegs für Fortune Hunter Racing. Aber meint ihr seitlich das Logo? Komm, wir machen uns mal den Gag hier. Meint ihr das da auf den Türen? Dieses K-Fabrik? Ah, okay, okay. ...40, 5, 3, 2. Aktuelle Polezeit.
hat so ein bisschen, im ersten Moment auf die Entfernung hin, Erdinger, war ich bei dir. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, das ist was anderes. Jannis Zeus, neuer Zweiter, mega. Der Grieche geht steil, 40-6-7-2, vorbei an Philipp Groß. The Great W, wunderschönen guten Abend, Grüße, Star Trek war auch ähnlich. Star Trek? Ja, doch, du hast recht, du hast recht. Star Bulls Rosenheim Logo. Okay. Philipp Groß P3, Jan Drexler, neuer Vierter, 40-912 gefahren von Jan Drexler. Pierchheim, der Michael P5, Christopher Schmidt P6, die sind beide aktuell in der Box. Ricky Krebs auf 7, 40-980, 12.000stel dahinter. Philipp Thoma auf 8, Moritz Birzer 9, Sebastian Brocke 10, Jeff Everts 11, unser Luxemburger. Da ist ein Bild im M4 unterwegs, durch die Box. The Great W, wie geht's dir? Mike Bugler 12, Alter, 40-417, das gibt's doch nicht. Freunde, die gehen steil in Richtung 39 hoch. Ob wir es noch sehen werden, weiß ich nicht. 10 Minuten haben wir noch. Mit viel Glück ja, wenn perfekt freie Runde möglich ist. Laguna Coupé, ich grüße dich. Nee. Die Top 20, warte mal, 4, 5, 5, ja doch, minimal drüber ist Robin Meyer mit P21. Der ist etwas mehr wie die Sekunde, die obligatorische Sekunde, die magische, langsamer mit P21 in der Quali aktuell. Daniel Arning 22, Julian Krubica 23, Robin Volland auf der 24. 2000stel Delta zwischen P26 und P27, das ist Jens Alusa und Dominik Meyer. Alan, ich grüße dich. Wundervoll. Sandro Conradi, P28. Bastian Holter, 29. Alexander Rütz auf 30. Alvin Bussian auf der 31. Position von Alvin. Remo Kipfer, 32. Das geht auch schneller beim Remo. Tobias Martini, 33. Position. Danny Anwand, 34. Peter Lindner, 35. Bobby Paceman, 36. 37. Position für Patrick Schröter. Paddy, unten rechts, tritt drauf, wird lauter. Schneller wirst du auch. Geht. Ben Molitor 38. Auf der anderen Seite, wir wissen alle, wie schwierig das ist. Ein paar mal 42er Zeiten und dann einen Ticken schneller, ne? Das ist heftig hier in Kielani. André Schwarz P39. Da wird aber auch noch ein bisschen was gehen beim André. Da aktuell den 45-2 zu buchen stehen. Halte ich aber so ein bisschen für ein Gerücht. Robin Meyer, neuer Dritter. 40-7-9-0 für den McLaren-Piloten. Auch da ist ein absoluter Top-Kandidat, den du immer, egal was passiert, auf dem Schirm haben musst. Und vor allen Dingen solltest. Philipp Groß abgerutscht auf die vierte Position. Wahnsinn. Drexler, P5, Pierchheim. Auf der sechsten Position, der Michael, den haben wir beim letzten Mal im Interview gehört. Nee, warte mal, wen haben wir? Habe ich nicht den Jeff Everts im Interview gehabt? War der nicht auch letztes Mal auf dem Podium gestanden? Bianca, willkommen zurück. Ja, der Jeff hat beim letzten Durchgang in Barcelona P2 umsetzen können. Namenswette hier Benjamin King auf der 19. Benni, mein Lieber, geht's dir gut? Bist du munter soweit, unser Bing Bong? Macht die Arbeit? Wahrscheinlich wie bei mir. Kotzt mich momentan auch ziemlich derbst an.
Und ich habe erst Ende März wieder Urlaub. Also, was heißt Ende? Das ist Urlaub, das kannst du nicht Urlaub. Da ist Feiertag und ich habe da so ein bisschen Brückentag und so Bums, ne? Kennt ihr ja. Also hier, klassisch Ostern und so, ne? Schönes Ding. Tobias Martini nach vorne auf die 17. 41-202. Zeitengleichheit gefahren mit Gerd Binder. Also das ist hier die nächste Zeitengleichheit. Alexander Grote, P19. Bastian Holter über die Linie mit 41-230. Selbe Zeit wie Alexander Grote gesetzt. Also das ist hier scheinbar bei Hove Sim Racing echt keine Seltenheit, dass sie da die gleichen Zeiten in den Asphalt brennen. 40-417. Unglaublich. Muss auf jeden Fall. The Great W. Muss. Heute ist zum Glück schon wieder Donnerstag. Morgen ist Freitag. Dann gehen wir ins Wochenende. Wird entspannt. Mike Buchler auf 13. Vladi Haas 22.000stel dahinter. Welchen meinst du, Ingo? Ingo, welchen meinst du? Meinst du den Ingo Kaminski oder wen meinst du? Ich kenne mehrere Ingos, deswegen frage ich gerade so blöd. Markus Blumenrad auf der 28. Ey, Sauer, grüß dich! Alvin Bussian auf der 32, was ist los? Molde! René! Einen wundervollen guten Abend, grüße dich! Freunde, Molde 47. Quatsch, Entschuldigung. Jetzt habe ich dich älter gemacht, wie du in Wirklichkeit bist, René. Es tut mir leid. Also, Molde 74 ist René Moldenhauer, einer der Partner und Sponsoren von Hove Sim Racing himself hier live im Stream. Ich finde sowas immer mega genial. Nicht nur, dass René selber mitfährt, Freunde, sondern er ist auch dementsprechend im, ja, ich sag mal, unterstützenden Format bei Hove Sim Racing aktiv und dementsprechend auch dann hier im Stream ganz gerne mal vertreten und ein immer wieder gern gesehener Gast, keine Frage. René, wie geht's euch? Family ist fein soweit, seid ihr munter? Habt ihr Bock? Knappe 4 Minuten noch. Dann ist der Drops im Quali erstmal gelutscht, wie es so schön heißt, und wir gehen dann steil in Richtung der 60-minütigen Renndistanz hier in Kyalami. Freunde, die erste 41er-Zeit beginnt ab Position Nummer 11. Sehr schön. René, das freut mich. 66 Race. Ah, Gerd, du hast dich umbenannt, mein Lieber. Ey, ich grüße dich, Mann. Schön, dich zu lesen, Gerd. Dankeschön. Habe ich gesehen. Ja, ja. Ich habe auch vorhin durch Zufall, Gerd, übers Discord rüber geschaut und denkst so, oh, cool. Die haben jetzt das Thema umgebaut. Die haben jetzt einen Namen gefunden. Und war dann etwas verwundert. Und ja, aber ich glaube, das liest sich und das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Das sieht gut aus. Ne, die Felddichte bzw. die Fahrerstärke bei Hove Sim Racing, die ist schon sehr, sehr stattlich, Erdinger. Also ich glaube, die... Vorsichtig ausgesprochen, guck mal hier, Vladi Haar auf die 9, großartig. Der Vladi ist richtig on fire, gefällt mir. 40,955 für Vladi Haar im Bereich der Top 10 im Quali unterwegs. Absolut geil. Die müssen sich definitiv nicht verstecken, Herr Dinger. Die müssen sich nicht verstecken hier. Die können zumindest mitfahren. Machst du iRacing, Axel? Weil 66... Okay. 66 ist nur in iRacing unterwegs, primär. Meines Wissens nach bauen die aber auch Deliveries selber, also teamintern. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob du jetzt ACC machst oder ob du noch andere Plattformen bedienen könntest oder würdest. 41,557 die Verbesserung für Remo Kipfer. Zwei Positionen nach vorne auf die 30.
Auch Sandro Conradi verbessert sich etwas. Nein, Quatsch, stimmt nicht. Wird jetzt eine Position nach hinten durchgereicht. Alvin Bussian mit der Verbesserung auf die 26. Ja, jetzt kommt so langsam die Pace. 41.392. 2000stel langsamer gewesen wie Julian Krupika. Daniel Arning mit der Verbesserung. 41.215. Ah, okay. Neue Polezeit. 40.290 von Max Florenz. Alter. Jetzt wird er leicht abgehoben, oder? Michael Pirchheim, neuer Zweiter. Heiligsblechle. 40.657 für Michael Pirchheim. Der hat auch wieder reingeschwitzt, oder? Ins Rig. Freunde, das kann mir keiner verzählen. Michael Pirchheim startet jetziger Stand von P2. Hat es jemand noch auf dem rechten Fuß? Kann jemand da eventuell nochmal nachlegen? Robin Meyer ist noch auf einer letzten Runde unterwegs. Bekommt allerdings aktuell kein Delta angezeigt. Müssen wir mal gucken. Der Jonas ist zurück. Der Grieche an der Box. Philipp Groß ist auch zu langsam. Der wird es auch nicht mehr vor Ablauf der verbleibenden Qualizeit über die Linie schaffen. Der Philipp Groß. Also der Drops ist gelutscht. Philipp Thoma hat es noch auf dem Fuß. Potenziell. Jan Drexler ist noch unterwegs. Nee, der wird auch keine weitere Runde mehr beginnen dürfen und können. Nur noch zu Ende fahren. Diese letzte Hot Lap. Okay, es bleibt bei 40.887 für Jan Drexler. Ergo P8, Moritz Birzer. Der ist auf einer Hot Lap unterwegs. Der hat noch eine Runde zur Verfügung. Ja, der Michael, der hat sich ganz übel gemacht. Der ist richtig gut geworden, alter Schwede. Also, was heißt, der ist richtig gut? Der war schon immer gut, aber der hat sich mittlerweile da vorne so im Top 5K, da hat er sich festgebissen, gedanklich. Overall, meinst du, Tocker? Ja klar, so ist es klar, logisch, die. Ja, wobei, die GT3 könnte auch, nee, GT3-Feld ist auch nicht so groß mit 21 Teilnehmern. Also, Meier abgewunken, fährt in die Box hinein. Da passiert nichts mehr. Vladi H. ist 2,1 Sekunden hinter seiner persönlich schnellsten Quali-Runde. Da kommt auch nichts mehr. Haifischhaut. Geile Definition, ja. Nebrai P20, 41.170. Ganz enge Kiste hier. Mein lieber Gesangsverein. Reicht nicht für Birzer. Also 40.290. Das ist die Polezeit gefahren von Max Florenz. Pirchheim von der 2. Jonas Zeus von der 3. So viel kann ich schon mal sagen. Warten wir kurz auf den Sessionwechsel, auf den Skip. Da seht ihr jetzt auch die Abstände und ihr seht die Top 20, sogar die Top 3, Quatsch, die Top 25, keine Sekunde auseinander. Benjamin King ist 0,945 Sekunden langsamer gewesen wie Polezeit. Ab P26 ist die obligatorische eine Sekunde erst erreicht, geknackt worden, beziehungsweise überschritten worden. Und dann haben wir langsamste, in Anführungszeichen, langsamste Quali-Zeit, 39 Teilnehmer, Delta von knapp 1,9 Sekunden. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon sehr stattlich. Normalerweise sagt man ja, ja, so 2, 3, vielleicht 3,5 Sekunden. Ne? Im Liga-Format hast du so ein bisschen im Average, im Delta im Vergleich. Ne? Nee, hier war der Hove nicht. Oder zumindest nicht im Split A. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Split B ist. Genau, jetzt kommen die Strafen, die wir vorhin im Chat gelesen haben hier im Stream. Das sind die Strafsituationen nach dem letzten Rennen, die jetzt hier zum Tragen kommen. Es kommen, wenn vorhanden, DTs, SG-Strafen, die der Fahrer dann hier dementsprechend absetzen muss. In diesem Wertungslauf hat allerdings natürlich die komplette Renndistanz Zeit dafür. Tommy, einen wundervollen guten Abend, grüße dich. Also Julian Krupika hat die SG10, Jens Alusa hat die SG10
Und der Pierre Meyer hat eine SG20 an P16. Das ist der Plan. Wir haben 31 Grad im Asphalt. Das ist 18 Uhr am Abend. Es ist ergo etwas abgekühlt. 28 Grad in Außentemperatur. Ich würde vorsichtig behaupten, das Thema wird kühler zu späterem Abend hin werden. Und jetzt gucken wir uns das Thema Grid an. Ich baue noch ganz kurz um auf die Race Gaps, sondern habe ich das nämlich auch. Perfekt. Und dann machen wir hier Attacke. Ein Mandatory Pitstop haben wir. Boxenstop. Pitstop Window ist 20 Minuten. Ihr kennt das. Doc, die grüße ich. Heißt Hälfte der Renndistanz. Also sprich, bei 40 Minuten verbleibender Renndistanz geht die Box auf. Bei 20 Minuten verbleibender Renndistanz geht die Box dann zu, die Boxengasse. Also, Paul Zetta vorne rechts direkt im Bild. Max Florenz, P2 für Michael Piersheim. Die dritte Position für Johannes Zeus. Ein wundervoll, mein lieber Dennis. Grüß dich, Aragon. Robin Meyer von der 4. Philipp Groß von P5. Philipp Thoma von P6 aus startend. P7 für... Warum seht ihr nichts? Entschuldigung. P7 für Alexander Grote. Jan Drexler von der 8. P9 Vladi H. P10 für Moritz Birzer. 11. Position für Christopher Schmidt. Auf der 12 steht und startet der Ricky Krebs. Auf der 13 dahinter der Skidmark Racing BMW. Das ist Sebastian Brocke. BMW sage ich, das ist McLaren gewesen. Jeff Ewerts von der 14, Mike Bugler 15. Position. Pierre Meyer von der 16. Tobias Martini von P17. P18 haben wir für Matthias Weckel reserviert, gedanklich. Bastian Holter von der 19. Position im Audi 8. René Brey daneben, der Österreicher von P20. Darf er los. Gerd Binder auf der 21 startend. 22. Startposition für Daniel Arning. Stefan Mons von der 23. P24 für Robin Volland. P25 für Benjamin King. Ja, wenn der wirklich Brite ist, warum auch nicht, ja? Dominik Meyer von P26, Julian Krubica, P27, 28. Position finden wir Alvin Bussian, P29, Alexander Rütz, P30 für Jens Alusar, Markus Blumendrath für 31. Startposition, P32 für Peter Lindner. Schauen wir gleich, Molde, schauen wir gleich. Remo Kipfer, P33, P34, Sandro Conradi, Danny Anwand von der 35 aus starten, Patrick Schröter von der 36, Bobby Paceman von der 37, Sven Molitor daneben von P38 und dahinter steht André Schwarz von P39 aus, geht's für ihn ins Rennen hinein. So, ja, Frage beantworten, kriegen wir hin. Und zwar können wir... Nee, kann ich nicht. Müssen wir gleich machen, René, kriege ich aber gewuppt. Und zwar, wenn wir dann auf die Thematik Garage-Zeitplan gehen, dann sehen wir, ob wir mit Zusatzballast, zusätzlichem reduziertem Ballast etc. unterwegs sind, a.k.a. in BOP. Ich glaube aber nicht, René, also es wäre mir jetzt neu, durch diese kleinen Unstimmigkeiten noch, ob, wie, wo, was, welche BOP nimmt man womöglich. Ne, gibt ja die eine oder andere Ausweich-Alternativmöglichkeit. Muss man mal gucken. Also mir ist jetzt nichts diesbezüglich bekannt. Aber ich schaue gleich rein. In den kleinen Moment müssen wir noch warten und dann kriegen wir das auf jeden Fall gewuppt. Hast du den Sonntag gut verkraftet, Dennis? Also Entschuldigung, ich muss hier Aragon sagen. Wir haben noch einen anderen Zuschauer, der heißt auch Dennis als Twitch-Name. Nicht, dass der Dennis sich Dennis angesprochen Dennis fühlt. Dennis. Scheiße, wie oft möchten Sie den gleichen Namen sagen? Ja, am besten so oft es geht, wa? Wird gefahren, die Bestätigung von Kampfzwergal. Dankeschön. Zwei, ein Klick. Kann ich denn hier nicht... Kann ich auf Garage klicken? Was ist das für ein Quatsch? Warum geht denn das nicht? Okay, dann müssen wir uns auf die Aussage verlassen vom Kleiner Kampfzwergerl, der gesagt hat, jo, es wird auf jeden Fall mit BOP gefahren, um die Frage von René Moldenhauer zu beantworten. Vicky! Ey! Einen wundervollen guten Abend! Na, mein kleines Schmalspurhörnchen, wie geht's dir denn heute? Mann! Ewig nicht mehr gehört, nicht mehr gelesen, Vicky. Alles munter?
Anfangs kurz verwirrt gewesen, aber jetzt habe ich's. Ja, das Problem ist, Dennis, dass die... Wie soll ich dir das erklären? Ich kenne so viele Fahrer, ich kenne so viele Twitch-User, ich kenne so viele Leute oder generell Menschen aus dieser Community. Ich bin immer ein Freund davon, persönlich, also ne, direkt anzusprechen in der Form. Und jetzt ist die Situation, ich kenne relativ viele Real-Life-Namen der jeweiligen Zuschauer, beispielsweise Molde74, das ist René Moldenhauer, einer der Fahrer auch hier bei Hovesim Racing, nebst dem Supporter. Der X-Aragon91X, das ist der Dennis Hibbe, oder? So, und wenn ich natürlich dann mit dem Dennis spreche, habe ich aber im Hinterkopf, oder sollte ich im besten Fall im Hinterkopf haben, wie jetzt in deinem Falle, dass wir auch einen Dennis15092 mit im Chat vertreten haben. Und bevor ich dann einen Namen schreibe, ja, und es kommen 8 Schleute zu mir gerannt von wegen, ey, du Blödfin, hast gerade meinen Namen gerufen, habe ich natürlich ein anderes Thema, ne? Da muss ich das so ein bisschen anders anpacken, die ganze Situation. Ja, genau, Schmalspurhörnchen, jawohl, ja. Vicky, wie geht's dir? Ein AB-Männchen. Was ist denn ein AB-Männchen, Vicky? Paul Setter in Box, ja, das ist korrekt. Max Florenz ist in der... Was ist da passiert? Warum ist Max Florenz in der Box, Freunde? Buschwoll, grüß dich. Da ist er. Da, nein, Quatsch, da. Da steht er. Das ist Max Florenz, der ist in die Box. Ich sage euch, der ist wahrscheinlich, wenn es ganz beschissen lief, ist der zu weit aus dem Korridor rausgefahren und ist geportet worden. Das A-Hörnchen und B-Hörnchen ist AB-Männchen. Achso, alles klar, okay. Geht's dir gut, Vicky? Oh, ey, Thomas, dankeschön. Ich hab an den blöden Scheiß... Ich habe an die Taste nicht mehr gedacht. Also, René hier, da siehst du es auf der rechten Seite. Die Balances, ne? Das ist definitiv die BOP. Alles cool. Also, wenn ihr eine Info habt, was effektiv mit Max Florenz gewesen ist, meine Vermutung ist, er ist aus dem Korridor rausgefahren, ne? Aus diesem portablen Dings da, ne? Ihr wisst, was ich meine, aus dem Starting-Widget. Und dann wirst du halt dementsprechend einfach mal in die Box gesetzt, wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, Dreier-Tür auf dem Kessel hast, nicht rechtzeitig aufpasst und oder ähnliches. Mettschnütchen. Gestern war der Welt-Mettbrötchentag. Echt jetzt? Nein! Freunde, Rennstart. Ich hoffe, dass Max Florenz aus der Box hinterher eilen wird, hinterher starten wird, weil wenn das hier eine Nullnummer wird, wird's heftig. Go, go, go. Brotzeit, mein Lieber, grüß dich, moin. Florian, vielen Dank für den Follow, wundervollen guten Abend, grüß dich. Jawohl, aber Metzimmel, oder? Lasst euch Platz. Ja, da hinten tut's schon wieder, gibt schon wieder ein bisschen Lackaustausch, kleiner. Ach, Rückstau, das war Gerd Binder, den es da gewickelt hat, jetzt auf der rechten Seite am Bildrand. Aber ansonsten sollte es erstmal soweit gepasst haben. Ja, Gerd Binder, Max Florenz ist on track. Max Florenz eilt hinterher. Martini, Schmidt, ganz viele Ausrufezeichen zu sehen. Das sind Kontaktsituationen gewesen im kompletten Feld verteilt. Vanessa, einen wundervollen guten Abend, grüß dich. Thomas, Birza, Achtung, da ist Vladi. Oh, Alter, leck Gummi aus Ärmel. Aston Martin, Vladi H. Innen war gewesen Moritz Birza. Es geht Side by Side auf dieser, ja, mehr oder weniger Herpin in die Bergab-Situation rein hier in Kialami in der ersten Rennrunde. Sebastian Brocke auf 9 vorbei an Alexander Grote. Das ist der Honda NSX-Pilot auf der 10 unterwegs. Also ich finde es human noch, das haben wir schon deutlich schlimmer erlebt. Lackaustausch, ja. Aber kein richtig heftiger Abflug, wo man sagt, oh Gott, nein, da hat wieder einer voll geschlafen oder so, haben wir nicht gehabt. Schönes Ding. Der Herr Henschel, grüß dich. Michael Pirchheimer auf der 1, das ist unglaublich. Wenn der das Ding hier heute Abend rockt, ey, Chapeau. Mike Bugler auf der 12, volle Lotte mit von der Partie. Ja, aus dem Windschatten hinter der Werkskonkurrenz mal kurz gezeigt, rausgefahren hinter Ricky Krebs.
aber den Angriff nochmal zurückgestellt für T1. Auch gerade erstmal die zweite Rennrunde. Für Split, okay. Schöne Definition, Erdinger. Tobias Martini auf der 19 im Porsche im Pfeffer am Start. Jagt den Porsche hinterher dem René Brey. Benjamin King, Benjamin King auf der 21. Henschel hieß vorher Dennis, dann gibt es keine Verwirrung mehr. Dankeschön, Dennis, fürs Umbenennen. Vielen, vielen Dank. Willkommen zurück. Markus Blumenrath auf der 25. Vor ihm ist Alvin Busjan im Hovesim Racing AMG. Hinter ihm ist der Remo Kipfer, der Schweizer. Gerd Binder vorbei an Bobby Paceman. Das ist der Gerd Binder gewesen. Ja, doch, diese Kollision haben wir gesehen. Also dieses, das war auch, das war ganz... Die waren beide im Grenzbereich unterwegs, es ging links um die Ecke rum und er kriegt einen Schlag auf die Vorderachse. Und dementsprechend wickelt es sich natürlich dann, ne? Das ist klar. Hast ja eh schon kaum Grip, ne? Stur und Spurz, umgekehrt. Spur- und Sturzeinstellungen der Räder, wisst ihr selber, im Grenzbereich, ne? Sowieso Auflagefläche fast genullt gefühlt und dann kriegst du noch einen Bump dazu und dann ist es natürlich vorbei. Anwand vorbei an Alexander Rötz. Bisschen angelehnt hat man sich, vollkommen legitim. Ist ja hier, dass wir das hier im Racing sehen und nicht bei Stricken und Häkeln. Paceman! Bobby Paceman, Boxeneinfahrt genutzt. Das ist der 778, der hat eine Strafe, Fragezeichen. Das ist aber keine, die jetzt von der Reko, wenn dann kommt. Durchfahrtsstrafe für Bobby Paceman. Also, ohne Straferhalt von der Reko, beziehungsweise von dem Stewarding aus dem vorhergehenden Lauf, hat er da scheinbar die falsche Position gehabt beim Start. Und oder er war viel zu schnell, als dass er hier die DT jetzt kassiert hat. Patrick Schöter 32, Gerd Binder 33, Sven Molitor 34. Alle drei haben so ein bisschen gekuschelt. Gegenseitig am anderen des Lackkleides da so ein bisschen rumgeleckt. Kann man machen, warum auch nicht. Hauptsache es ist kein nennenswerter Schaden zustande gekommen. Alter. Max, hat der sich da vorbeigewürgt an Sven Molitor und Sven hat es zum Glück gesehen. Hätte er da die Tür zugeworfen, dann hätte es geknallt, definitiv. Nice Drive von beiden. Jan Drexler vorbei an Vladihar. Jan Drexler jetzt also auf der 7 unterwegs und der Michael Pecham, der macht da vorne Meter. Der macht Meter. Robin Meter. Robin Meter. Robin Meter versucht zu meiern. Scheiß die Wand, dann hat er nicht gesagt, doch hat er. Robin Meter. Langsam. Robin Meyer versucht Meter zu machen, den Anschluss nicht zu verlieren an den Führenden und im besten Falle wegzukommen von P3 von Philipp Groß. Der Robin metert Meyer. Ja, nee, ist klar. Mhm. Janis Zeus auf 4, Philipp Thoma auf 5, Moritz Birzer dahinter auf P6. Da geht auf jeden Fall was. Der Philipp Thoma zieht schon auf die Kampflinie für T1, um zu verteidigen gegen Moritz Birzer. Aktuell gelingt's. Hä? Ey, du kommst hier nicht vorbei. Ich mach den Gandalf-Style, Digga. Jawohl. Moritz! Halt den Ball flach. Ist der hört mich. Geil! Ist das cool, oder? Ja, stellenweise ist es wirklich so ein Retalk, Freunde. Es gibt Fahrer, die haben den Stream im Hintergrund offen. Die hören teilweise, was ich da von mir gebe. Und stellenweise ist es ganz lucky, beziehungsweise ganz funny. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele, die sagen, ey, ich finde das mega geil, aber ich kann nicht, weil ich muss dermaßen anfangen zu lachen, wenn der andere da den nächsten Spruch einen nach dem anderen da rausklopft. Oder Florian, grüß dich. Wundervollen guten Abend. Also, Thoma und Birzer. Bisschen Lack ausgetauscht. Auf humanitäre Art und Weise. Alexander Grote auf der 10, Christopher Schmidt auf der 12 vor seinem Teammate, vor Mike Bugler. Unser Kollege, der Nightmare ist das. Nightmare 2K14 heißt er im Twitch-Bereich. René Brey hinter Daniel Arning. Che, oder? Wie an einer Perlenkette. Keiner lässt locker, keiner gibt nach. Alle fahren sie gemeinsam über den Kurs. Hier in Kielami. Markus Blumenrath gegen Alvin Busjan. Busjan auf der Innenseite versucht den Konter zu fahren. Über den Positionssaal rund um P24. Es gelingt ihm. Der AMG bleibt vorne dran. Oder ich einen Spruch von der Kombi vorlese. Ja genau, das kann auch passieren. Gehen wir auf den Hecksplitter. Ja, Quatsch, auf den Heckdiffuser. Das AMG zu Alvin Busjan.
42,987 Alwin gefahren, 43,032 von Markus Blumenrad. Wie dicht möchten Sie hintereinander her schmettern? Wir nehmen die vollen Bandbreite. Wollen die irgendeiner abgestellt und oder Disconnect? Und das ist nicht Max Florenz. Ich habe einen Fahrer verloren. Peter Lindner. Scheiße. Peter Lindner hat eventuell einen Disconnect gehabt. Oder hat einen Disconnect. Ich sehe keine Pit-Mitteilung. Ansonsten ist es so, dass wir Peter Lindner in Runde 2 verloren haben. Max Florenz auf der 30 ist vorbei am nächsten an André Schwarz. Der pflügt hier durchs Feld, als wenn es kein Morgen gäbe. Aber das war das Thema, was anzunehmen gewesen ist, dass genau das passiert. Aufgrund dessen, dass er aus der Box hinterher starten musste. Schönes Ding, jawohl. Nicht zu weit raustreiben lassen aus der Sicht des Ferraris, des Ricky Krebs. Ne? Ratzfatz hast du sonst hier das Strafmaß. Push another car off track am Hals. Schöner Konterversuch von Drexler. Das ist eine prädestinierte Stelle. Gleiches Thema haben wir eine Runde vorher bei Alwin Busjan gesehen. Jetzt wiederum aber Ricky Krebs wieder die Nase vorne vor der Sausage Curb Ecke hier in Kialami setzt er sich durch. Buchler gegen sein. Oh, Basti. Alter. Puh. Bastian Holter, der DB3 Motorsport Audi, presst sich vorbei an Mike Buchler. Jetzt hat aber bessere Exit Grip hat's gehabt. Mike Buchler. Die Nase wieder vorne. Ey Pete, grüß dich, moin. Fatal Error Rennen vorüber. Dankeschön für die Erklärung. Das ist die Definition des Peter Lindner, Freunde von Pete CDS. Das ist Peter Lindner, hat geschrieben, er hat da einen Game Crash gehabt. Ergo erklärt unserem Peter Lindner Disconnect Format. Bastian Holter, 13. Matthias Weggel mit involviert. Verwickelt in diesen D-Zug. Jeff Everts jetzt die Nase vorne weg, vor Weggel. Everts jetzt auf der 14. der Luxemburger. Au, meine Fresse. Ganz hart rein von Daniel Arning. Selber den Hit auf die Vorderachse bekommen und verliert die Front des McLaren auf der 26. Arning ging noch vorbei. Danny Anwand ging noch vorbei am Daniel Arning. Fällt also zurück auf P26, der Daniel Arning. Einmal ganz kurz den kleinen Fehler gehabt und dann geht's massenweise zurückgeführt. Philipp Thoma auf der 18. Oh, da hinten hat's auch gescheppert. Dominik Meyer hier auf Abwägen gewesen. Oh, da war auch der McLaren, das ist, glaube ich, Markus Blumenrad gewesen, jawohl, der war auch mit involviert. Also die haben sich da auch mal kurz lieb gehabt, die beiden. Und dann ging es für beide mal kurz runter von der Strecke. 41,402, Fastest Lap gefahren von Robin Meyer auf P2, dem Teamkollegen vom... Scheiße, schon wieder vergessen, Entschuldigung. Boah, was macht ihr denn? Abflug an der Sausage Curb Ecke, wollen wir wetten? Ferrari... Nein, nein, ah, Scheibenkleister, das ist der AMG gewesen, der André Schwarz, der über den Sausage Curb drüber gesmashed ist und es musste ausweichen, der Patrick Schröter. Und dabei, in diesem Zuge, hat er die Kontrolle über den Ferrari verloren an gleicher Ecke. André Schwarz, der steht immer noch. Schade, schade, schade. Letzte Position für André Schwarz. Pierre Meyer war an der Box gewesen. Der hat die SG20, die Strafe, schon abgesessen. Der Pierre Meyer. Und eilt jetzt im Feld im besten Fall hinterher. Aktuell auf der 37 im Zweikampf gegen Jens Alousar. Der war auch in der Box gewesen. Das ist das Auto mit der 72. Das Auto mit der 33, auch mit Julian Krupika am Steuer, war an der Box gewesen. Also die Strafen sind absolviert. Das passt. Die haben jetzt natürlich den riesen Vorteil, dass sie mehr oder weniger frei fahren können. Max Florenz vorbei an Alexander Rütz. Jetzt an Alwin Busjan. P25 für Max Florenz. Tendenziell macht er gerade alles richtig, der Max. Der holt gerade alles aus dem Aston Martin raus, was ihm irgendwie zur Verfügung steht. 41,240. Philipp Groß, neuer Fastest Lap Setter. Auf der 3 unterwegs. Richtig, Doc D, ja, richtig, richtig.
Auf geht's, Jan Drexler. Ricky Greh. Boy. Das sind so Momente, ich erschrecke da selber unglaublich, unglaublich häufig, weil du siehst im Rückspiel auf einmal diese Frontpartie des Hintermanns in riesengroß und dabei ist der gefühlt noch 3 Meter weg. Weißt du, ich meine, du hast die Befürchtung, es dauert nur noch eine Zehntel, eine halbe Sekunde so ungefähr und es tut einen Schlag. Christopher Schmidt ist dahinter, ganz dicht. Im Verfolgermodus, also der Dreikampf um P9 hinter Ricky Graves. Drexler im Sandwich. Benjamin King auf 19. Robin Volland geht vorbei. Dahinter an Tobias Martini. Der hat ihm wahrscheinlich mal kurz die Olive aus dem Getränk gesnackt, oder? Warum auch nicht? So, Danny Anwand, dieser Riesen-D-Zug, absolut geil. Gehen wir auf den Heckflügel rauf. Das Ferrari pilotiert von Danny Anwand an P25. Wir sehen in der Aufnahme dahinter das D-Zug-Format. Alvin Bussian, Alexander Rötz, Sandro Conradi, Markus Blumenrath, Gerd Binder mit P30. Für Max Lorenz, meinst du, Chris? Also hier, Kollege Hayabusa. Ja, du hast wahrscheinlich Maxi geschrieben, ne? Und der komische Bot ist wieder der Meinung, da ist irgendwas ganz Wirres dabei, das müssen wir mal löschen. Also beziehungsweise in Sternchen setzen, ja. Alles gut. Max Florenz am nächsten vorbei, jetzt schon auf der 23, ist vorbei an Daniel Arning. Gut, die lassen den natürlich auch fahren, ne? Also das, klar, das macht auch keinen Sinn. Gelbe Flaggen für René Brey. Gelbe Flaggen für René Brey, da gab es den Nein, da gab es nur den Ausritt. Oh ja. Oh, der Schwein, der René hat, der Schwein. Er verliert den Porsche über die Hinterachse auf diesem Curb im Ausgang. Aber normalerweise ballern die Jungs und Mädels dann links aus Fahrersicht in die Mauer rein. Das hat er nicht gemacht, zum Glück der René Brey, aber natürlich massiv Zeit verloren, keine Frage. René Brey auf der 23 ist jetzt vor diesem ellenlangen D-Zug unterwegs, der René. Vor Daniel Arning, Danny Anwand, Alvin Bustian, Alex Rütz, Sandro Conradi, Markus Blumenrath und Gerd Binder. Komm, wir fahren ein paar Meter mit bei Gerd Binder im FIFA. Alvin Bussian, Danny Anwand, Lackaustausch. Ah, und jetzt drehen sie ihn. Dreht er sich weg, der Danny Anwand, der DOD Lambo. Entschuldigung, Alex Rütz war das gewesen. Entschuldigung, Alexander Rütz war das gewesen. Danny Anwand fährt den Pfeffer hier in grün. Robin Volland, P18. Stefan Mons ist links vor ihm und direkt hinter ihm ist Tobias Martini. 17, 18, 18, 19 und 20, sind das so rum? Hast du einen Frontschaden, Dicken? Nee. Robin Meyer, 3000. Quatsch, 3/10. Hinter Michael Pierschein, Philipp Groß, 7/10 dahinter. 3,3 Sekunden, Freunde, haben die rausgefahren. Auf P4, auf Jannis Zeus. Moritz Birzer ist 4 Sekunden dahinter auf der 5. Vladi H. bleibt kleben. An Moritz Birzer, Sebastian Brocke auf 7, auch eher großartig unterwegs. Unser Brocki, Alexander Grote auf... Das klingt komisch, Brocki, oder? Das klingt absolut komisch, ja. Naja, Jan Drexler auf 9. Ich habe gerade Spruch auf Lager, den kann ich aber nicht bringen. Das geht, das vergiss es. Wir haben noch nicht mal 23 Uhr, vergiss es. Ricky Grebs auf der 10, Christopher Schmidt 11, Mike Bugler auf 12, Bastian Holter auf der 13, Jeff Everts 14, Matthias Weggel auf der 15, P16, Philipp Thoma. Benjamin King auf 17, Robin Volland 18, Stefan Mons 19. Da Remo Kipfer justamente vorbei auf P20 an Tobias Martini. Martini auf 21, Max Lorenz auf der jetzt 21, ging da vorbei an Tobias Martini. Und greift jetzt direkt Remo Kipfer an. Eine Kurve später. Also der hat richtig Bock, der Max.
Lorenz also jetzt auf der 20. Großartig. René Brey, 23. Daniel Arning, 24. Danny Anwand, 25. Alvin Bussian, bis 26. Sandro Conradi auf der 27. Knapp 3 Minuten noch, dann öffnen die Box. Freunde, dann dürfen sie das Pflichtprogramm absitzen, wenn sie möchten. Markus Blumenrad, 28. Gerd Binder, 29. Alexander Witz, 30. Dominik Meyer, 31. Position. Sven Molitor, 32. Patrick Schröter, 33. Julian Krubica, 34. Bobby Paceman 35, Pierre Meyer 36, Jens Alusar 37 und André Schwarz auf der 38 unterwegs. Der war nicht an der Box gewesen, Freunde. Der André Schwarz zieht durch. Beim Bug geht's, man kann es einigermaßen kompensieren. Das glaube ich auch, ja. Bloody, was für ein Spruch, wir nennen ihn teamintern Alex G. Punkt. Nee, das war jetzt gar nicht auf Grote bezogen. Meier gegen Pierschein. Alter. Ey, Nick, grüß dich. Major Nick, mein Bub, wie geht's dir? Nicht unbedingt, aber es ist die BOP wieder geladen. Also ich glaube, dass die den auch so ein bisschen in die Karten spielt. Weißt du selber, wie es ist, ne? Wenn du dich so für eine Saison anmeldest und so, Fahrzeug ist ja fest, ne? Robin Meyer an der Spitze. Meyer ist auf der 1. Also im Gegenteil, wir haben sogar 15 Kilo Zusatzgewicht, ne? Auf dem McLaurin. Den Graf Balu. Den Graf Balu habe ich jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen, Ingo. Aber das ist korrekt, der Kollege heißt auch Ingo, ja. Dann meinst du den mit Namensverdämmen. Wie gesagt, Graf Balu habe ich schon einige Zeit jetzt nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dem geht es natürlich gut, das ist klar. Aber ich denke, der wird sich auch wieder melden, oder? Es ist auch Philipp Groß vorbei an Michael Pierschein. Ist das jetzt ein taktisches Geplänkel gewesen von Michael Pierschein, dass er sagt, okay, pass auf, ich habe jetzt lang genug die Führungsarbeit da geleistet. Ich lasse mich mal ein bisschen zurückfallen, lass die Jungs mal die Spitze da übernehmen, die Speerspitze, und hängen einfach hinten dran, oder? Hammervolk, grüß dich, moin! Let's go, DOD Racing. Vladi H auf der 6, Moritz Pirze immer noch auf 5, Janis Zeus noch auf 4, Sebastian Brocke auf der 7, Christopher Schmidt auf 11, lässt nicht locker hinter Ricky Krebs, kann folgen, die Pace sind identisch, was sie hier zeigen. Ansonsten, Major Nick, geht's dir gut, bist du munter? Bob Nats, habt ihr gehört, den Spontan Boxengasse ist nun jetzt geöffnet für die Maximaldauer von 20 Minuten. René Brey, immer noch hinter Tobias Martini. Auf geht's, René, komm. Und jetzt voll durchstehen lassen, durchpinnen, jawohl. Nächste Ecke, der schnelle Full-Send-Linksknick gehört dir. Ja, dezent nach rechts tragen lassen, Linie zumachen, innen rein. Kampflinie übernehmen. Sauber gemacht. René Brey auf der 22. Ja, einige bleiben draußen. Oder die meisten bleiben draußen bis dato. Krebs an der Box. Drexler an der Box. René Brey an der Box. Martini an der Box. Conradi in der Box. Schröter ist drin. Also wenn sie einen Martini drechseln wollen, dann kriegen sie es nur noch mit dem Schröter hin und haben sie nur noch Brei. Scheiße. Aber ich habe 4 Fahrernamen erwischt in Summe, in einen Satz gepackt. Ist auch mal ganz eine nette Sache, oder? Mach gerade den Renningenieur für Philipp Groß. Nächsten Donnerstag fahre ich hier mit dem Split 2. Schade, den Split 2, Nick, übertrage ich leider nicht. Aber das ist nicht schlimm, den macht der Matthias Wegel dann. Auch eine sehr, sehr erfolgreiche Kompetenzbolzen-Geschichte, ja, beim Matthias. Insofern kann ich dir natürlich an der Stelle nur viel Spaß wünschen, Nick. Wenn du dann hier an den Start gehst bei den Jungs. Ist auf jeden Fall eine ganz geile Nummer. Und was mich richtig freut, ist hier, dass wir diese
Zurückkehrer dann immer mal wieder am Start haben, wie in Form eines Mike Bugler. Wie gesagt, ich kenne den Mike schon ganz lange. Der Mike Bugler ist zu Anbeginn bei der SAU mit dabei gewesen, als ich die SAU da mit übernommen hat in der Betreuung. Ich glaube, es war Saison Nummer 2. Mittlerweile sind wir in der Season 9 unterwegs bei der SAU und haben immer so zwischen 10 und 12 Wertungsläufe bei der SAU. 2 Seasons pro Jahr mit ein bisschen Sommerpause, also wisst ihr Bescheid. Grüße Nick, morgen Training, sagt der Dennis. Aber Vicky, der Moritz hat auch alle Hände voll zu tun, ne? Der darf sich auch hier keinen Schnitzer erlauben. Krebs an der Box, der Ricky. Schon wieder? Ach, scheiße. Der ist eingeschlagen, Freunde, der Ricky Krebs. Das ist der zweite Boxenaufenthalt für Ricky Krebs. Ungeplant. Morgen busy, aber vielleicht am Weekend. Ey, aber warte mal ganz kurz, Nick, du bist doch Stammfahrer, oder nicht, bei Hovesim Racing? Oder habe ich das jetzt, verwechsel ich das gerade? Weil wieso fährst du dann Split 2? Oh, Matthias weg. Nein, der hat den Sausage-Körper erwischt. Klassiker, oder? Pass auf, der lenkt ein. Beim Einlenken schon gemerkt. Scheiße. Ich hoffe jetzt nur, der Bloody hat's nicht getroffen. Scheiße, der Bloody hat's getroffen. Verdammte Scheiße. Ja, also Matthias Weckl direkt in die Box rein. Sinn macht es auch. Der hat definitiv den Frontschaden. Das ist nicht cool gewesen. Und ja, wie gesagt, aus der Fahrersicht heraus, du merkst es beim Einlenken, denkst du, Scheiße. Das wird voll in die Hose gehen und dann betest du eigentlich nur noch, dass der Ausgang nicht ganz so tragisch sein wird. Ja, in 99% aller Fälle ist er kacke, der Ausgang. Wie, du bist nicht der Schnellste? Was? Ey, Nick, am Kommitag bläst du mir um die Ohren, weißt du, wie ich meine? Dass ich nur noch already rückwärts buchstabieren kann und dann hier sagst du zu mir... Nee. Aber ja, alles gut. Real Talk, ich bin bei dir. Die Jungs hier bei Hove, Jungs und Mädels bei Hove Sim Racing, die sind schon fucking flott. Also definitiv, Chapeau, ne? Also ein leichtes, so ein bisschen spielerisch, so nach dem Motto, ja, du kannst mich nachts um 3 wecken, ich setze mich rein in den Koffer und fahre einfach mal vorne mit im Bereich der Top 5. Nee, vergiss es, geht nicht. Kannst du nicht bringen. Funktioniert nicht. Max Florenz, Freunde, ist dran an P13. Digga. An P13, an Philipp Thoma. Viereinhalb Minuten haben wir noch. Also ich glaube nicht, dass er bis zum Erreichen Rennhalbzeit die Top 10 erreichen wird. Aber er geht richtig, richtig steil. Immer diese störenden Kundenanrufe während des Rennens. Sehr geil. ...42-0 Philipp Thoma, 41 Mitte Max Florenz. Gerd Pinter, Markus Blumendrath auf der Inside. Am Racen. Ja, das ist ja auch immer so eine Empfindenssache, ne? Also ich sag mal, wenn das Feld wirklich unglaublich stark ist und vor allen Dingen auch sehr gleichmäßig ist, von der Feldstärke her, dann hat man natürlich auch unglaublich schnell das eigene Gefühl, dass man nicht schnell ist. Oder beziehungsweise, dass seine Performance, seine Pace einfach nicht reicht für das Thema, was mir schöne Driftanlage von Gerd Binder, saugeil, ey. Was man eigentlich vorher gefahren ist oder beziehungsweise sogar gewohnt war. Ne? Schnell müde und schnell beim Austrinken der Säule im Megapark. Du kriegst die Tür nicht zu, Alter.
Aber Philipp Thoma macht es dem Max Florenz jetzt nicht einfach. Er muss es auch nicht. Das sind beides Platinfahrer. Fadi zockt. Grüße dich. Okay. Florenz biegt ab. Er gibt also Zweikampfsituation hinter Philipp Thoma auf. Bert Binder bleibt dran an Markus Blumenrad. Sehr gut. Sandro Conradi zum zweiten Mal drin in der Box. Oh ne, das sieht aus wie abgestellt. Lass mich ganz kurz gucken. Accident. Lass mal kurz gucken. Kriegen wir hier was hin? In Replay-Form gegen die 333. Das ist Sandro Conradi im Porsche. Okay, Markus Blumenthal jetzt auch beim Pitstop drin. Das ist ein reguläres Format. Oh, das war natürlich hässlich gerade an dieser Stelle, ne? Der ist ganz leicht berührt worden an der Hinterachse. Also beziehungsweise am Heckbereich. Und dann ist der weggerutscht von der Strecke runter. Und du hast da einen Affenzahn drauf. Müsste man sich jetzt im Replay angucken, ob das wirklich ein Contact gewesen ist oder... Ja, eigentlich gibt es in ACC nicht wirklich diesen sogenannten Ghost Contact, ne? Aber es ist deutlich. Ganz, ganz früher zu Release-Zeiten gab es solche Themen, ja. Aber mittlerweile hörst du das ganz, 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 ganz selten nur noch. Nee, Erdinger, jetzt nicht. Ich gehe nicht live in einem Rennen, gehe ich nicht in ein Replay rein, das mache ich nicht. Außerdem bin ich auch kein Steward oder so. Weißt du, ich meine, Digga, Nee, das machen wir nicht. Das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nicht machen. In einem Livestream, also in einem moderierten Format und so. Nee. Das sollen ruhig die Kollegen machen. Weißt du, die verbrennen sich ja dann immer das Maul darüber, so ungefähr. Also, ne? Das ist nicht meine Welt, das mache ich. Das habe ich noch nie gemacht, in den ganzen 5 Jahren nicht. Vicky, bist du noch da? Die sehen alle geil aus, Nick. Was ich persönlich absolut toll finde, ist die Kombination generell aus diesem Farbspiel, ja? Weil es sind die unterschiedlichsten Konzepte mit dabei, ne? Von übertrieben zugekleistert mit farblichen Akzenten etc., ja? Bis hin zu relativ einfache und schlichte Konstruktionen, ja? Aber du hast Gelb mit dabei, du hast Blau, Orange mit dabei, du hast Lila, du hast Rot zum Beispiel dabei, du hast auch den Farbton frisch erbrochen dabei. Ihr wisst, was ich meine, ja? Geil. Einfach toll. Mit geilem Logo, genau, René. Mit geilem Logo. So, Meier jetzt beim regulären Stop drin. Zweieinhalb Minuten schon verstrichen. Ich hoffe, das ist ein regulärer Stop. Hey, Petbuster! Guten Morgen! Grüße ans Team B&B Racing vom dritten Mitglied. Helf mir ganz kurz auf die Sprünge, Petbuster. Das war, glaube ich, ein Fefe und ein AMG, kann das sein, von B&B Racing? Also driften können sie alle, Dennis. Manuel. Also hier Ghost. Driften können sie alle. Brocke hinter Vladiha. Hinter Moritz Birza. Der Dreikampf um die 5 bleibt bestehen. 8,5 Minuten noch, dann schließt die Box. 8,5 Minuten noch, Jan Drexler vorbei für T1 und Dominik Meyer. Beiden BMWs da mal die Position gewechselt. 17. Position hat gewechselt. Max Florenz auf 19 vorbei an Sven Molitor. Safe Fire. Ja gut, wenn es die eigene nicht ist, ne? Was darfst du denn anders dann sagen, oder? Nick. Hocke gerade im Hotel in Österreich an der Bar. Oh, sehr geil. Für mich bitte gedanklich ein Mitheben, Bedbuster. Privat oder beruflich dort?
Der Audi wird von Philipp Groß gelenkt hier. Das ist P2. Hat schon was, definitiv. Hat schon was. Also, wenn ich überlege, wie so die ersten Liveries ausgesehen haben von Fortune Hunter Racing. Also ihrem Konzept, ihrem eigentlichen Gedanken sind sie auf jeden Fall treu geblieben. Gibt's da auch Säulen? Ey Nick, das klingt gerade wie Druckbetankung, mein Lieber. Mike Vogler auf 8, immer noch hinter seinem Teammate, hinter Christopher Schmidt. Ich glaube, die fahren auch gemeinsam über den Parcours hier in Kyalami. Da wird abgesprochen, die ziehen sich da ein bisschen gegenseitig, pushen sich gegenseitig womöglich. Schade, mein Wiki ist nicht mehr da, ne? Madcap Racing hat die schönsten Lacke, schreibt der Thomas Jansch. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Nick. Man muss auch mal von Racing abschalten, ja. Ich bin gespannt, wann bei mir so ein bisschen das Tief kommt, ehrlich gesagt. Ne? Ich hab's ja immer mal wieder erzählt. Die letzte Zeit. 5 Jahre mache ich den Job jetzt hier. 5 Jahre Moderation, ey. Ab und an mal selber fahren. So ein bisschen, ne? Also jetzt nicht die Community-Tage, sondern ich meine hier Endo-Cups, ne? Endo-Formate, Langstrecke, Officials in iRacing und so. Aber ansonsten habe ich nur Moderationen am Start. Thor, grüße dich. Ein Wundervoll. Und das mache ich seit 5 Jahren. Und so diese richtige, so die richtige Down-Phase, wo ich mir so denke, ist also, ne? Ich kann jetzt, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Antrieb mehr. Das habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Also, Sandro Conradi hat auf jeden Fall abgestellt. Pierre Meyer ist wieder zurück auf der Strecke. Der fährt weiter. 123,7 Sekunden gestanden. Es könnte auch sein, dass dem der Pizzabote gedanklich die Tür eingehämmert hat. Dass er da dementsprechend mal, Futteralien organisieren musste. Ja, jetzt, wenn Boxenstopp reinigt, René, ja. Bin ich bei dir. Aber jetzt vor Erreichen der Halbzeit. Habe ich gemeint, das wird er nicht mehr schaffen. Aktuell ist er auf der 19. der Max. Der geht schon steil. Ja, schauen wir mal, Tim. Schauen wir mal. Also wenn, dann wäre es ja nur verständlich und auch menschlich einfach, ja? Alexander Groth in der Box, Daniel Arning ist beim Pitstop drin, Sven Monitor P18, Robin Volland auf der 19, unser Eitos ist das, der Robin Volland. Also er war vor seinem Boxenstopp, Molde, war Max Florenz auf der 15. oder 14. Position am Racen. Dann ist er reingefahren, hat sich rausgenommen im Zweikampf hinter Philipp Thoma. Gedanklich und ist wie gesagt jetzt auf der 17. Am nächsten schon wieder dran an Dominik Meyer. Da ist er vorhin schon mal vorbei. Am Dominik Meyer, am PSR BMW M4. Das ist Purple Sector Racing, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe, PSR ausgesprochen. Die habe ich gerade, bin sogar abgemeldet. Ja, aber du fährst ja. Roxo, du fährst ja. Bei mir ist es ja primär so, ich bin ja der reine Vollblutmoderator, oder? Ich habe ja mit dem eigenen Fahren, habe ich ja deutlichst weniger zu tun, wie jetzt im Vergleich zu euch, ne? Oder ich sage jetzt mal zu Moderationskollegen, also die sind ja primär, ja auch in der Moderation unterwegs, aber fahren deutlich mehr wie ich. Ja natürlich, ständig fahren müssen ist ja auch mal was anderes, klar. Ich bin das letzte Mal, wann bin ich... Real Talk, Freunde. Wann bin ich das letzte Mal Ligabetrieb gefahren? Ich bin der Meinung, das war damals die Feierabendliga bei der PWA. Das war, glaube ich, das letzte Ligaformat. Also wirklich Ligaformat bezogen. Was ich solo gefahren bin. Und die war jede Woche Montag. Die ist, glaube ich, immer noch, aber ich fahre sie ja nicht mehr mit, ne? Klar. Und das war schon ziemlich anstrengend. Also das, boah, pff. Aktuell wird es ja zeitlich sowieso nicht gehen, weil montags abends, wisst ihr, da ist die Rio Racing unterwegs in Race Room. Und auch das jede Woche. Da waren wir noch in einem Split gewesen, ja. Stimmt, Nick, ja. Das war eine geile Zeit, definitiv. Also, ist schade auch, ne. Ich habe ganz viele Kollegen auch da drüben auch gehabt.
ja, womöglich auch heute noch unterwegs sind. Ne? Leichter Verbremser hier von Philipp Thoma hinter Jeff Ewerts. Und die sehe ich alle nicht mehr. Die sind alle nicht mehr da. Ein Eggers, ne? Christian Eggers zum Beispiel. Wir haben ja auch damals den Michael Haaf mit dabei gehabt, Nick. Deinen Teamkollegen. Maya in der Box. Robin, Jonas Zeus in der Box. Kommt rein. Christopher Schmidt kommt rein. Basti Holter kommt reingefahren. Jeff Ewerts. Philipp Thoma. Ja, die müssen jetzt rein. 2 Minuten 20 noch. Dann ist die Box geschlossen. Philipp Groß wird Führungsarbeit leisten können? Fragezeichen. Oh nein, Robin Meyer, das gereicht, das reicht. Philipp Groß, der Eule Zipfelgloscher, der Bananebieger vor dem Herrn Leckumir und Zipfli. Philipp Groß übernimmt die Scharpitzer. Bäm, Philipp Groß auf 1, Robin Meyer auf der 2. Und der, keine Räder gewechselt, Freunde. Das Zünglein an der Waage war gewesen die reine Standzeit der beiden. 6,4 Sekunden Standzeit bei Philipp Groß, 9,8 Sekunden die reine Standzeit bei Robin Meyer. Wenn der Robin in Anführungszeichen den Stopp nicht verkackt hätte, ja, was ich jetzt mal vorsichtig sage, ist ihm passiert, dann wäre Robin Meyer auf der 1 geblieben. Don Muerte, ich grüße dich. Einen wundervollen guten Abend. Alles gut, Roxo, alles gut. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Das ist menschlich verständlich, das ist nachvollziehbar. Derjenige oder diejenige, die in solchen Momenten auf dich mit dem Finger zeigt, die sollen am besten Playmobil spielen gehen, weiß der Geier was, weil die haben nicht verstanden, was hier Phase ist. Michael Pierschheim auf der 4, im Windschatten hinter seinem Teammate, hinter dem Jonas Zeus. Oh, Michael, Achtung. Gerd Binder 5, Moritz Birzer auf der 6. Der Gerd Binder muss reinfahren jetzt. Der hat ganz, ganz wenig Zeit noch. Der muss jetzt reinfahren. Instant. Ende dieser Runde. Boah, das wird spitz auf Knopf hier, die Situation bei Gerd Binder. 12. 10. Vier Sekunden vor Ablauf des Pit-Windows fährt Gerd Binder in die Box rein. Sehr geil. Also, perfekter geht nicht. Perfekter geht nicht. Will auch wieder bei meiner Truppe mitfahren. Was hindert dich dran, Don Muerte? Warte, Toto Wolf ruft gerade an, genau. Oh, hast die Holter nochmal drin? Oh je. Oje, Mini. Wie, der Split hindert dich daran? Patrick Schröter vorbei an Tobias Martini. Matthias Weckl ist dahinter. Julian Krubica, den sehen wir auch im Lambo. Im DoD Racing Lambo. Holter hat eine SG30. Oh, scheiße, dann hat er Speeding in the Pitlane gehabt. Der Bastian Holter. Jetzt ist die Stop-and-Go-Penalty geklärt. Jetzt ist er wieder auf dem Weg zurück auf die Strecke. P32. Jens Alusa vielleicht am Vorbeifliegen an Bastian Holter. Nein, das reicht nicht. Sehr schön. Ja. Zauber gemacht von beiden. Peter ging da ein bisschen weit raus. Mods, grüß dich, mein Lieber. Ein wunderschönen guten Abend. Wir gucken. Ja gut, morgen ist Freitag. Unangespitzt. Geht mir ab wie ein Bauch ins Gesicht. So, aber in der nächsten Saison hoffentlich wieder. Achso, du wärst im falschen Split. Wäre im Bronze-Split, der ist in meiner Spätschichtwoche. Nein! Ah, die Kombination aus dem zeitlichen Don Muerte ist einfach das, die Genickbruchsituation. Ja, okay, verstehe ich, ja.
Ja, der geht gleich 8 vorbei. 30 Sekunden Standleitung, das mögen die Reifen nicht so sehr. Wunderbar. Dennis, ich hoffe, ich habe es korrekt übersetzt. Wenn nicht, bitte korrigiere mich. Tobias Martini immer noch hinter Patrick Schröter. Jens Alusar weiterhin mit Bastian Holter am Diskutieren, am Debattieren. Eventuell sind die Räder vielleicht so einen kleinen Moment abgekühlt, weil der war ja justamente zweimal an der Box gewesen. Oh, da hat's gebumst. Entschuldigung, da hat's geknallt. Gebumst würde Icy sagen. Da ist hier Shepard zwischen Wegelinski und Matilinski. Umgangssprachlich ausgedrückt in Hochdeutsch natürlich. Zwischen Tobias Martini und Matthias Wegel. Für die letzte Linkskurve etwas verschätzt, ein bisschen zu spät im Anker gestanden hat da der Matthias Wegel im Porsche. Hat aber dem Tobias Martini auch hinsichtlich dessen gezeigt. Sorry, das war mein Fehler. Bitte wieder weiterfahren, Haken dran, Schwamm drüber und wir machen weiter wie bisher. Ja, es kann ab und an passieren, dass von etwaigen Streamer-Kollegen und Kolleginnen so deren, wie sagt man so schön, deren Flair rüberschwappt, oder? Gedanklich zu mir. Und dann hast du halt mal solche Anekdoten mit drin. Aber der Flanny, der gefällt mir richtig gut, Freunde. Ohne Witz, der gefällt mir richtig gut. Immer noch keiner da von Rapid Racing hier im Stream, oder? Heidenei. Aber ansonsten geht's dir gut, Mirko? Philipp Groß auf der 1, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ey, nur weil ich dich jetzt eben gelobt habe, Herr Vladi H., heißt es noch lange, dass du einfach den Christopher Schmidt da bitte passieren lassen musst, sollst, kannst, tust, ja? Danke. Habt ihr gesehen, Schmidt vorbei. Bist du jetzt auf der 6, Vladi H., P7. Laguna, das kann ich mir doch nicht merken, Mensch. Das kann ich mir... Nee, ich hatte jetzt hier an Rapid Racing oder an Kargret gedacht oder so. Oder an Snacks, ne? So die Kategorie. Ich habe vergessen, dass du im Chat bist. Entschuldigung, Laguna. Tut mir leid. Robin Meyer holt auf. Jein. Die sind aktuell, Thomas, sind die gleich schnell. So lala heute. Okay. Aktuell sind die gleich schnell. Beide fahren 42.1. Wir sind wieder raus auf Start und Ziel unterwegs. Wir können gleich mal aktuellen Vergleich ziehen. Philipp Groß und 42.0, 41.95 von Robin Meyer. Also das ist sehr, sehr human. Ja. Pauschal kannst du sagen, die sind gleich schnell. Bierzer, Christopher Schmidt, Jan Drexler und aber auch Vladian haben dann Lackaustausch gehabt. Boah, Brocke, sehr weit raus. Rechts vom Körper runter für die letzte Ecke. Der muss jetzt links bleiben. Der muss jetzt links bleiben. Der Aston Martin Pilot, der Max Florenz, macht er aber auch sehr schön. Ansonsten hätten wir die Situation gehabt, die von... Ein Gruß, einen wundervollen guten Abend. Nicht von Rapid Racing, trotzdem Daumen gedrückt für den Vladi. Genau. Ansonsten hätten wir die Situation gehabt, doppelter Linienwechsel, ne? Also dieses... Und oder... Moving on the Braking. Hat er nicht gemacht. Sven Sivi, vielen, vielen Dank, mein Lieber, für den Raid. Einen wundervollen guten Abend, grüße euch. I'm Groot, wie geht's dir? Mike Bugler auch ein bisschen involviert gewesen in Anlehnungsformate. Da hat es auch mal kurz ein bisschen Lackgeplänkel gegeben. Sven Molitor B27 von Markus Blum mit Rad. Kevin ist wahrscheinlich wieder in der Essen am Küche. Quatsch, in der Küche oder am Essen. Ach, oder steht da. Ja, kann sein, kann sein. Schönes Ding. Uff, der Bremse hat er das Ding gerobbt. Markus Blumentrat für T1 vorbeigeeiert an Sven Molitor. Verdient, oder? Aber auch natürlich von Sven Molitor gut mitgespielt. Sauber. Sauber. Beide Aston Martin. Aus dieser Ecke raus, side by side, für die Curb-Ecke, für die Sausage-Curb-Kurve. Oh, da hat er ganz, ganz lange gegengehalten, der Vladi H. Und jetzt kommt Sebastian Brocke noch vorbeigetaumelt. Das war übereifrig gerade gewesen von Brocke. Der hat eine Lücke gesehen, die fast nicht da gewesen wäre gegen Vladi H.
Aber es hat funktioniert. Ey, Säftl! Guten Morgen! Säftl in der Haus. Wie geht's dir, Mensch? Grüße ans PSR-Team auf jeden Fall. Aber sowas von. Ey, mit so einem Namen, allem gut, das, ne? Das brennt sich ein wie sonst was bei mir. Sven, alles senkrecht. Alles stabil, oder? Du musst das, habe ich mir sagen lassen. Bei dir auch? Geiles Racing. Volle 60 Minuten. Nur rumgefetze, rumgeballer. Ey, unglaublich. Also wirklich sehr, sehr geiles Racing auf ultra hohem Niveau. Auch hier in Kyalami wieder von der Hovesim Racing präsentiert. Macht unglaublich viel Spaß. Egal, wo du hinschaltest, du wirst irgendeinem wirst du eh wieder nicht gerecht, ja, weil einfach ganz, ganz viel auf der Strecke passiert. Aber alles im Rahmen. Sehr, sehr gut. Oh, das liest man gerne, Säftl. Sehr schön, das freut mich. Also, die Top 8 oder auf P8 ist er unterwegs, der Max Florenz. Die P5... Jetzt lass mich kurz überlegen. Doch, der sieht ja schon P5 vor sich. Der hat jetzt vor sich Jan Drexler. Das ist P7. Davor fährt direkt vorne dran Christopher Schmidt. Brocke im Fehler. Brocke im Fehler im Hintergrund. Kurz die gelben Flaggen draußen gewesen. Ich glaube, der hat die Sausage Curb Ecke nicht ganz 100% sauber erwischt. Vladi H auf 9 wieder vorbei. Mike Bugler ist gerade Side by Side im Anbremsmanöver gleich für T1 unterwegs gegen Sebastian Brocke. Bessere Linie für Sebastian. An die 10 halten. Gegen Mike Bugler verteidigen. Genau. Der Max sieht vor sich Jan Drexler, Christopher Schmidt, P7 und P6. Und davor fährt indirekte Schlagdistanz Moritz Pirzer. Das ist P5. Also es ist machbar. Auf der anderen Seite Drexler, Schmidt und Pirzer. Das sind alles drei Kameraden, wo sie sagen, naja, pass auf, nur weil wir hinter uns im Rückspiegel einen Max Florenz sehen, heißt es nicht, dass wir uns da trocken Luft auflösen. Ne? Also da muss er schon ordentlich reinfighten, wenn er da vorbei möchte. Vom zeitlichen Restphänomen ist es machbar. Knapp 11 Minuten noch. Von Moritz Pirzer und Christopher Schmidt. Jan Drexler hat sich da vorbeigearbeitet an Christopher Schmidt. Geiles Ding. Gehen wir über den Heckflügel nach hinten blicken. Aus Sicht des McLaren pilotiert von Moritz Pirzer. Mike Bugler auf der 11. Immer noch mit Sebastian Brocke am Diskutieren. Julian Krubica hinter Patrick Schröter, auch David hart gefightet. Freunde, die sind 3000stel differenziert unterwegs in der Rundenzeit. Und ansonsten ist das Feld weitestgehend Zweikampf befreit. Florenz ist vorbei an Christopher Schmidt. Das ist der Teamkollege, ja, das darf man nicht vergessen. Beide aus dem Hause Venari Racing. Da wird natürlich im ersten Moment jetzt nicht großartig in die Zweikampfsituation eingestiegen. Ja, der Jan ist auch nicht langsam, der Jan Drexler. Pace zwischen P1 und P2 ist immer noch identisch. Gleich zeigt 41,9 zu 42,0. Dieser Akzent auf der Motorhaube ist schon geil, ne? Diese Reifenspur. Bei Jan Drexler auf dem M4. Und jetzt wusst ihr, ey. Hallo, hey, nicht ins Rewind aufmachen, Digga. Das war mit Ankündigung. Das war mit Ankündigung. Jungs.
Ey, die haben den Schlagnamen gehört. Jan Drexler muss jetzt den Max Florenz ausruhen, der einen deutlich, deutlich besseren Exit hatte. Hat der da kurz auf der Bremse gestanden, der M4-Pilot, der Jan Drexler? Oder sah das nur so aus? Florenz auf der auf der 5. Boah, Alter, ich hab mitgebremst gerade, Freunde. Ich hab volles Brett mitgebremst. Max Florenz Ubler ist auf der 5. Er ist vorbei an Jan Drexler, an Moritz Birzer, an Christopher Schmidt, an Vladi Haas, Sebastian Brocke und Mike Bugler. Die konnten auch wieder aufschließen. Freunde, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, den Sechskampf um P5. Daniel, grüß dich, ein Wundervoll. Also frei nach dem Motto, getreu dem Motto, Augen zu und durch, alles andere wäre Schwachsinn gewesen. Großartig, was der da... Was alle drei da gefahren sind in diesem Moment. Jeder musste wissen, wo der andere ist in diesem Moment. Jeder. Für diese Dreierkurvenabfolge. Nee, besser wie P5. Nein, das wird er nicht schaffen. Max ist unglaublich, unglaublich schnell, unglaublich stark. Ja, aber diese 14 Sekunden in knapp 7 Minuten, das schaffst du nicht mehr. Ja, die ganze Zeit schon, Dennis, die ganze Zeit schon. Das ist immer so zwischen 0,5 und einer Sekunde im Delta. Aktuell sind wir bei 0,7. Ich hab's im Blick, versprochen. Aber ich würde sagen, dass Robin Meyer fast schon auf den Fehler warten müsste, dass Philipp Groß. Und Philipp Groß macht keinen Fehler. Was nicht heißen soll... Seine Maschine, weil er ist auch nur ein Mensch, ja. Auch er kann natürlich, ihm kann natürlich auch mal einen Fehler unterlaufen, keine Frage. Alexander Rütz hinter Dominik Meyer, auch da wird nochmal diskutiert. Boah, ist das eng. Meine Herren. Ja, jetzt haben wir 0-3. Jetzt haben wir 0-3. Was dem Philipp geht gerade, der Holrady. Okay. Also die Rede ist von Philipp Groß. Wir fahren onboard bei Robin Meyer gerade mit Justamente wieder zurück zu mit Mike Bugler. Freunde, das ist 1000 mal enger Grad. Eng bleiben, eng bleiben, eng bleiben, jawohl. Ganz smooth vorbei. Schöner Move von Mike Bugler vorbei an Sebastian Brocke. Bugler auf der 10. Das ist momentan P2. In der... Goldfahrerwertung. Also hier jetzt gerade im Rennen. Vladi H. ist auf der 1. Jeff Ewerts auf Gesamt 12 ist auf der 3. Etwas mehr wie 5 Minuten muss er noch durchhalten. Benjamin King hinter Stefan Mons. Auch David nochmal diskutiert. 27 Grad im Asphalt. Noch verbleibend. 26 Grad Außentemperatur. Julian Krupika hat auch den D-Zug hinter sich. Patrick Schröter, Markus Blumendrath. Aber warum ist er stehen geblieben, Dopti? Komm, zieh durch, Markus. Jawohl, schönes Ding. Markus Blumendrath vorbei an Patrick Schröter. Ja, etwas angelehnt. Aber ich glaube, das gehört dazu. Bastian Holter vorbei an Bobby Paceman. Das wäre auch eine Erklärung, Erdinger, ja. Dass er das absichtlich gemacht hat, weil er gesehen hat, oh scheiße, ich habe vor lauter Blabla und überhaupt und abgelenkt gewesen, habe ich vergessen, Sprit fürs Rennen mit da reinzutüten und habe da vielleicht nur Quali-Sprit drin. Ja. Das sind ja im Regelfall nicht viel. Wenn das, keine Ahnung, 14 Liter sind es viel, oder? Wie du da im Quali drin hast. Vielleicht 20. Ja, würde erklären, warum der Abstand wieder auf 1,2 Sekunden angewachsen ist. War auf jeden Fall ungültig, die letzte Runde von Robin Meyer. Eine 42,7.
Was hat Christopher Schmidt noch im Köcher gegen Moritz Bierzer? Fragezeichen. Hast du bei mir gesehen? Ich hab den gar nicht stehen sehen, Dokti. Deswegen habe ich so doof gefragt, aber ich dachte, du hättest vielleicht Hintergrundinfos. Ist nicht weiter schlimm. Keine Fehler machen jetzt, Freunde. Keine Fehler machen. Arschbacken zusammen und durchbeißen. Die letzten etwas mehr wie zwei Minuten noch. Ergo, das ist die vorletzte Runde, in der wir uns gerade befinden. Ein Umlauf müssen sie noch durchhalten. Also ich glaube, hier für die Streithähne in Summe wird es die letzte sehr lange Runde werden. Jetzt probiert es der Christopher. Vielleicht geht sich's aus. Nee, das reicht nicht. Ah, der Mac ist, der geht schon nicht schlecht hier, der McLaren. Muss am Innen wieder Luft lassen. Jetzt vielleicht ausbeschleunigen. Ja, gab es wieder kurz das Anlehnmanöver. Raus hat auch wirklich die komplette Streckenweite. Das ist halt so. Mal, wie der wegzieht stellenweise, gell? Ey, der Mars! Guten Morgen, grüße dich. Buddy, mein Lieber, servus! Grüezi und hallo miteinander. Alles Gute, sind die letzten paar Meter, das ist aber nicht schlimm. Hauptsache, ihr seid munter. Ey, Kevin Bernhard, grüße dich. Nee. Lass die Buddha bei der Fisch-Selfie oder lass die Kirche im Dorf, mein Lieber. Wir reden hier nur bezogen auf Simracing, oder? Passt. So, ich muss rüber. Die letzten paar Kurven für Philipp Groß und Robin Meyer. Janis Zeus auf der 3, der ist safe. Michael Pilcher auf 4, der ist auch safe. Max Florenz auf der 5, der ist auch safe. Jan Drexler auf der 6, das sollte auch passen. Ala, Attacke. Also, wenn Überraschungsmoves, dann bitte jetzt. Weil ansonsten ist auch für die Jungs da hinten AP7 bis hin zu P11 der Zug gleich abgefahren. Nein. Wir haben noch eine Runde. Ey, die sind doch gefühlt bei einer Sekunde Rest, sind die doch über die Linie gefahren, oder? Oh, jetzt, da hinten wird's richtig eng. Vladiha, Mike Bugler, Christopher Schmidt haben sich da fast gegenseitig im Trio abgeräumt. Haben sie den Vladiha mal kurz eingeklemmt, die beiden. Also das scheint so die Hassecke zu sein und zu werden. Ja gut, wenn da vorne an der Speerspitze natürlich der Kollege oder der Konkurrent leicht quer kommt, ne, dann hast du so einen Ziehharmonika-Effekt. Und wenn du das dann für die nächste Linkskurve, die letzte Linkskurve kompensieren musst, dann siehst du teilweise ganz schön, guckst du teilweise ganz schön blöd aus der Wäsche. 2 Sekunden waren es, Elmann. Ja, danke schön. Komm, wir warten mit Champagner in der Ziellinie auf Philipp. Sehr gut. Tobias Martini, P29 hinter Sven Molitor. Da könnte es auch nochmal interessant werden. So, das ist jetzt definitiv, das sind die letzten paar Meter. Für Philipp Groß und für Robin Meyer. Ja, ich habe leider keine Info. Ich weiß gar nicht, wer heute hier kommt in der Form zum Interview. Ich glaube aber, es sollten die
Silverplate sein. Philipp Groß, Glückwunsch zu P1. Robin Meyer, Glückwunsch zu P2. Tolles Race von den Jungs. Auf der 3, Janis Zeus, Gigi Razzo, Michael Pirschheim, Glückwunsch P4. Max Florenz wird Fünfter in einer unglaublichen Aufholmanier den heutigen Abend hier in Kialami bestritten. Von der letzten Position aus der Box hinterher gestartet. Jan Drexler, Gigi zu P6, großartig. Moritz Bierzer, das reicht. Bierzer wird Siebter. Glückwunsch dazu. Christopher Schmidt, 8er, Vladi H. auf 9, gesamt Erster in der Gold-Kategorie, in der Goldwertung. Sebastian Brocke, 10er, dann P2, Overall PL für Mike Bugler in der Silber. Quatsch, in der Goldklasse. Jeff Ewerts wird Dritter, gesamt 12er. Das heißt also, wenn meine Theorie stimmt, haben wir gleich Vladi H., Mike Bugler und Jeff Ewerts zu Gast. Philipp Thoma, P13 geholt, P14 für Robin Volland. Auf der 15 René Brey, Stefan Mons auf P16, Benjamin King auf 17, Remo Kipfer auf 18, Danny Anwand auf 19, Gerd Binder 20, Dominik Mayer auf der 21, Alexander Rütz auf der 22 abgewunken. SF Simracing, grüß dich. Daniel Arning 23, Alvin Busian 24, Julian Krupika 25, Markus Blumenrad auf der 26, P27 für Patrick Schröter, Sven Monitor wird 28. Kann sich also verteidigen gegen Tobias Martini, holt 29. Position, Matthias Weckel 30, Bastian Holte 31, Jens Alusat wird 32. Bobby Paceman 33, André Schwarz auf der 34, Ricky Krebs 35, Pierre Meyer P36. Rote und Conradi haben dementsprechend abgestellt. Also Platin, Groß, Meyer, Zeus, korrekt, Gold ist Vladi H., Mike Bugler und Jeff Ewerts geworden. Da seht ihr es nochmal im Chat. Stehen als solches. Passt. Also, was habe ich jetzt gesagt? H. Bugler, Ewerts. Alles gut, SF Simring. Alles easy. Kann ja mal facilitieren. So, sorry. Hey, Detonator, guten Morgen, mein lieber Dirk. Wo hab ich das? Aber das muss ich kurz umbauen auf die. Ja. Aber geil, definitiv. Also, war nicht nur schön, es war unglaublich actionreich, unglaublich spannend gewesen und ich glaube, wir konnten für 60 Minuten rund um uns herum einfach mal kurz alles vergessen, oder? War schon sehr, sehr geil. Wie gesagt, wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne zu mir ins Interview kommen, die Kollegen. Vladi H., Mike Bugler und Jeff Ewerts. Jawohl, mach das, Ingo. Komm gut zu liegen, mein Lieber. Highlights. Spulen. Warum sitzen jetzt die... Ach, jetzt sitzt die Platin-Klasse bei mir. Warte mal ganz kurz. Lass mich kurz gucken. Wen habe ich beim letzten Mal ja gehabt? Normalerweise schreibt mir das der Matthias immer vorher. Heute hat es aber wahrscheinlich zeitlich nicht geklappt. Also... Silver. Silver alias Gold. Okay, das heißt... Ah, okay, okay. Wir haben heute haben wir Platin zu Gast. Also, Philipp Groß, Robin Meyer... Janis Zeus. Okay. So, Janis, grüß dich. Ja, hi. Morgen. Lang nicht mehr gehört, gleich wieder erkannt. Ich glaube, so. Wir haben uns noch gar nicht gehört.
Doch, doch, einmal haben wir uns auf jeden Fall gehört. Ja, weil meine Frage war die erste gewesen von wegen, muss ich mit dir in Englisch sprechen oder geht Deutsch auch? Da hast du gesagt, nee, kein Thema, Deutsch funktioniert, weil du ja unter griechischer Flagge fährst. Ja, alles klar. Ja, siehst du, auch wenn ich ein Hirn habe wie ein Sieb oder sehe zumindest so aus, Hirnkastel funktioniert noch bei mir. Toi, toi, toi. Janis, ein unglaublich, unglaublich anstrengendes Rennen, hätte ich gesagt. Zumindest im Overall betrachtet, also aus der Zuschauersicht heraus. Ich glaube, wir sind auch ähnlich nass geschwitzt wie die Piloten auf dem Track heute, auf dem Parcours. Da vorne bei dir war es doch relativ human gewesen. Du hast dein Teammate, den Michael Pilschheim, hinter dir gehabt. Bist auch relativ lange in zweierlei Manier gemeinsam mit ihm über den Kurs hier gescheppert. Wie war es denn aus deiner Sicht? War es doch relativ human? War es doch recht tiefenentspannt? Oder war die Anspannung 120% hoch, weil man wusste, du darfst dir keinen Fehler erlauben? Ansonsten bist du gleich mal ganz, ganz weit hinten. Ja, also tiefenentspannt auf keinen Fall. Klar, in Sachen Schwitzen, ja, T-Shirt komplett durchgeschwitzt natürlich. Okay. Sagen wir mal so, ich hatte ja immer so ein bisschen nach hinten und nach vorne Luft. Deswegen war ich jetzt nicht immer im Infight und konnte relativ entspannt fahren, natürlich, soweit es natürlich geht, ne? Aber wie du sagst, du musst halt immer aufpassen, dass du keinen Fehler machst, sonst ist es ruckzuck krumm und insofern halt hochkonzentriert, ja. Hm. Hatten wir die Situation, dass ihr überrunden musstet? Nein, tatsächlich. Ich musste überhaupt gar keinen überrunden. Nee, du hast recht, ja. Auch krass, gell? Ja, heftig, ja. Also, wenn man bedenkt, die Quali-Pace war schon so genial mit den 39 Fahrern, dass wir die 2-Sekunden-Marke nicht überschritten haben. Also ja, das absolut ist, heftig. 1,9 Sekunden hat gereicht für 39 Piloten hier in Kilami am heutigen Abend. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, wie ist der dritte Platz für dich gewesen? Ist die Erwartungshaltung erfüllt? Ja, absolut. Das war eigentlich ein Saisonziel, war einmal aufs Podium zu kommen. Das habe ich geschafft. Insofern. Okay. Ja, bei dem Feld ist das jetzt nicht selbstverständlich. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, mit McLaren reinzukommen. So die ersten paar Rennen waren nicht so. Aber so langsam funktioniert es und ja. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über meinen Platz. Ja, das ist doch mega, Mensch. Doch richtig gut. Ja, sehr schön. Dann, Janis, Glückwunsch zu P3. Ich hoffe, du kannst beim nächsten Durchgang dann an diese Erfolgssträhne anknüpfen. Und mal schauen, ob wir den Tag X irgendwann erreichen, wo du dann davon Philipp Groß und Robin Meyer mal so richtig schön, ne, an die Kandare scheißen kannst, wie man so schön sagt. Naja, immer langsam, aber... Das Push-Up, das Push-Up-Level, hätte ich bald gesagt. Der, ne, der Push, das muss hoch bleiben, das Level. Ne? Das, ne, ja. Wenn man irgendwann der Meinung ist von wegen, naja, ne, also die Brust wird größer wie alles andere gefühlt, dann ist, glaube ich, irgendwas verkehrt. Also der Anspruch muss bleiben. Richtig. Sehr schön. Richtig. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende schon mal. Genieß morgen den letzten Arbeitstag im Hoffenfalle und bleib mir munter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. So, der Herr Meyer ist jetzt am Start. Robin, einen wundervollen guten Abend. Moin. Hallo. Ja, Robin, heute Abend für den Sieg hat es nicht ganz gereicht. Die Pace unglaublich übertrieben schnell. Grüße von mir bitte und Gigi an den Robin, schreibt der Mars. Ja, das kriegen wir gewuppt, haben wir in dem Dank. Moment gemacht. Genau, artig bedankt hat er sich auch, Mars. Kriegen wir hin hier. Ja, das Zünglein an der Waage, Boxenstopp, Standzeit. Ich habe es im Stream kommentiert. Deine Standzeit war länger gewesen. 9,8 Sekunden. Ich hatte die Vermutung, ich habe es auf Deutsch gesagt, du hast den Boxenstopp vielleicht verkackt. Ich weiß nicht, ob ich recht behalten habe oder nicht, aber auf jeden Fall warst du mit 3,4 Sekunden länger gestanden wie der Philipp Groß und das war das Zünglein an der Waage, dieses kleine Quäntchen, was sehr wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach dafür Sorge getragen hat, dass Philipp Groß die Spitze übernommen hat nach seinem Boxenstopp. Ja, das stimmt so. Ich habe zwei Fehler gemacht. Ich habe zweimal verkackt. Ich habe zu knapp meinen Sprit berechnet, hatte dann doch einen höheren Verbrauch gehabt, weshalb ich dann deutlich mehr, also was heißt deutlich, ich musste dann 7 Liter nachtanken und ich habe meine Box nicht getroffen. Ah, okay, okay. Also, ja, der Klassiker, ne? Ja, der Klassiker richtig. Ist ja nicht so, dass es reicht, man hätte, weil man hat einfach zu viel Sprit verbraucht, ne? Das ist das erste, ich sag mal so, der erste Nierenhieb, ne? Und dann kommt noch der zweite dazu, dass du dementsprechend deine Box dann nicht richtig triffst, ja. Mein Pizza-Rabattcode, wie dein Pizza-Rabatt. Ja. Wieso machst du deinen Pizza-Rabattcode in den Chat rein, Straßenbahn? Was ist da los?
Was bestellt Lieferando? Fragezeichen? Nee, komm, Spaß beiseite. Themawechsel. Wir bleiben beim Robin Meyer. P2, trotzdem einigermaßen happy oder sagst du, EC fix, das geht mir jetzt schon so ein bisschen nach. Ich glaube, das kriege ich vor dem Wochenende jetzt nicht mehr verdaut. Spätestens aber zum nächsten Rennen dann. Also ich muss ehrlich gestehen, jetzt am Ende habe ich mich doch ein bisschen geärgert, weil ich es dann selber auf der Hand hatte und den Hering nicht mehr vom Teller ziehen konnte und es einfach verkackt habe. Aber vor dem Rennen war ich sowieso nicht mehr auf Kyalami spezialisiert, also die Strecke mochte ich nicht so, hatte nicht so wirklich das Gefühl gehabt und habe eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt aufs Podium komme. Und deswegen grundsätzlich freue ich mich dann umso mehr, dass ich es wirklich auf dem P2 geschafft habe. Mhm. Und auch ein großes Glückwunsch an den Kamerad Groß, wollte ich jetzt sagen. Ja, kein Thema, wir sind auch bei der Bundeswehr hier. Ja, ne, weil für ihn freut es mich natürlich auch, dass er jetzt auch wieder da angekommen ist, wo eigentlich seine Pace auch ist. Und gerade Laguna war ja das Rennen, was er selber leider ein bisschen verbockt hat. Mhm. Deswegen, man sieht echt, wie eng das Feld beieinander ist. Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten ein bisschen Glück gehabt durch Florenz am Start. Weiß nicht, was bei ihm passiert ist. Also ich weiß nur, dass er geportet hat, aber warum er stehen geblieben ist, weiß ich nicht. Ja, wir haben die Vermutung gehabt, dass er eventuell zu wenig Sprit dabei hatte. Dass das dann indirekt diese aktive Handlung war, zu sagen, na komm, jetzt dann einmal zurückporten lassen in die Box. Nochmal am Setup, final das Thema, Hieb gebastelt, ne, mit notwendigem Sprit und dann raus, ne? Also ich vermute, glaube ich, eher wirklich irgendwie Hardware-Probleme, weil im Qualifying stand er auch einmal, ich glaube Qualifying oder, nee, im Practice stand er auch einmal mitten auf der Straße für ein paar Sekunden. Okay. Und nicht weiter, und das ist auch eigentlich ungewöhnlich gewesen. Deswegen, ich vermute vielleicht Hardware. Aber das, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech und manchmal gewinnen die anderen. Ja, richtig, genau, ja. Wir kriegen es auf jeden Fall raus, das ist nicht das Problem. Also die Venari-Truppe ist auch ganz gerne mal hier vertreten durch den Christian Lautenbach und oder den Christopher Schmidt himself, ne? Also da können wir mal, wir können es mal im Hinterkopf behalten, das kriegen wir auf jeden Fall raus, was da bei Max Florenz heute Abend vorgefallen ist in der Form. Robin, dann nochmal den Glückwunsch an dich zu P2. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß gewünscht jetzt fürs Wochenende, für den Wochenendestart dann morgen. Ich hoffe, bei dir ist dann morgen auch die Wochenende schon rum. Die Woche schon rum. Ich habe Wochenendschicht. Nein, hat er nicht gesagt. Doch, Wochenendnachtschicht, 12 Stunden. Dann wünsche ich dir trotzdem auch dabei ganz viel Spaß, Robin. Bleib mir gesund und munter. Glückwunsch zu P2. Und danke. Komm gut in die neue Woche rein dann. Ja, dann dir auch und danke für den Stream und immer wieder gerne mit dir zu sprechen. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was ich noch sagen möchte, bitte. Firma Wette, wer recht von uns beiden hat. Wenn ich verliere, schmeiß ich die Firma in den Pott. So. Schönen Abend noch. Guck mal, was passiert. Mama, ich halte dich auf dem Laufen, Robin, gell? Bis dann, ciao, danke dir, ciao. So, Philipp, einen wundervollen guten Abend. Grüß dich. Ein wunderschön. So, der Philipp Groß hat die größte Ehre, am Ende sprechen zu dürfen. Philipp, was hast du zu P1 und deiner Verteidigung zu sagen? Das ist ein einmaliges Erlebnis diese Saison, glaube ich. Na? Also doch, wirklich. Du kannst dir nicht vorstellen, was das eine Aufgabe ist, mit diesem Müll-Audi rumzufahren, ne? Nein! Doch, das echt? Ist... Also, ich glaube wirklich, wenn jetzt kein großes Wunder mehr passiert, ich glaube, das wird das erste und letzte Mal sein, dass ich heute gewonnen habe, beziehungsweise in der restlichen Saison noch ein Rennen gewinnen werde. Meinst du? Ja, also wenn sich an der BOP nichts ändert, dann, ich glaube, dazu sind die anderen einfach zu schnell. Das ist die Tatsache, das ist der Stand in der ACC gerade. Ja gut, aber die sind ja generell schnell, ja. Das ist jetzt, ich denke, gut, in Kyalami hier. Die sind schnell. Genau, richtig, richtig. Die sind ja alle, also wir haben, ich habe es auch eben gerade hier zum Robin gesagt, ne? Beziehungsweise zum Janis. Wir haben alle 39 Teilnehmer in der Quali, die waren keine 2 Sekunden auseinander. Ja. 39 Fahrer, das musst du dir mal überlegen. Das hast du auch nicht jeden zweiten, dritten Abend oder wie als Moderator oder beziehungsweise als Streamer vor der Kamera. Das ist ein Ding der Möglichkeit, ja. Das ist schon ein Zeichen definitiv, dass hier ja nicht unbedingt mit Wattebäuschen geworfen wird, weißt du, wie ich meine, sondern richtig reingegrindet wird. Und das Level ist unglaublich hoch, keine Frage. Aber irgendwas musst du heute hier in Kyalami absolut richtig gemacht haben, weil ansonsten hätte es zum Sieg nicht gereicht, ja, gegen diese bärenstarke Konkurrenz. Ja, es hört sich jetzt dumm an, aber
ich hatte Glück, dass Max da irgendwie aus der Box starten musste. Bei ihm seine Bremse irgendwie. Der hatte er am Anfang 5% Bremsnutzung am Start und deswegen musste er. Ah, du bist der Erste, der uns die Erklärung liefert gerade. Deswegen, Philipp, danke dafür. Also, es war doch ein Hardware-Problem. Ferner meiner Aussage oder meines Verdachtes. Das heißt also, Scheiße, der Robin kriegt von mir einen Fünfer. Ja, supergeil. Wir haben euch eben gerade noch gewettet gehabt. Sehr gut, okay. Also, definitiv ein Hardware-Problem bei Max Florenz. Das erklärt, warum Max Florenz aus der Box hinterher starten musste. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall da die Gewissheit. Ja, sehr schön. Ja, aber trotzdem, es hat für dich gereicht. Und unabhängig dessen, dass Max jetzt da aus der Box hinterherfahren musste, du hast ja trotzdem hier die Präsenz des Robin Meyer. Dir gehabt. Ja, einem Jannis Zeus musstest du auch erstmal wegfahren, einem Michael Pirchheim, generell auch in der Quali schon. Wie oft hat man da auf das Zeitentableau geschaut und hat gedacht, oh scheiße, weil das war ja auch ein offener Schlagabtausch, ne? Wer da justamente dann welche Hotlap setzt, ne? Und wieder geschlagen wird und dann musst du wieder rausfahren und so. Hast du durchgezogen in der Quali oder warst du 3-4 Mal in der Box und hast den neuen Radsatz organisiert? Ja, also Quali hätte ich mir eigentlich besser vorgestellt, bin ich ehrlich. Also bin ja gestern Abend das erste Mal ein bisschen trainiert auf dem Tracker und da habe ich die Zeiten gesehen, da war eine 40.1 meine PB. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, man könnte heute schon in die Pole mitfahren, aber ich bin ehrlich, ich habe es im Quali einfach komplett nicht zusammenbekommen. Also da war ich selber von mir enttäuscht. Ich war zweimal Reifen wechseln. Hat alles nichts gebracht. Enttäuschend, aber ja, umso besser, dass es dann im Rennen die Rennpace doch sehr gut war und ich mit den Jungs davon auf jeden Fall mithalten konnte. Das war sie, ja. Ja, der Robin hat auch den Boxenstopp so ein bisschen verkackt, haben wir gesagt. Der hat zum einen mehr verbraucht, wie er dachte in seiner Berechnung, musste also 7 Liter mitnehmen in Summe. Und hat dann auch zusätzlich noch die Box, sein Standplatz nicht 100% erwischt beim ersten Mal. Und diese 3,4 Sekunden, das war das Zünglein an der Waage. Definitiv. Da konntest du dementsprechend dann einfach Coolcent über die Straight vorbeiblasen und die Führung übernehmen. Das war schon sehr, sehr geil. Ja, aber zum Ende hin auch unglaublich. Also, wenn ihr euch den Stream dann im Nachgang anschaut, hier. Absolut geil, ne? Die sind im roten Delta-Bereich, sind die über die Ziellinie geschmettert, ne? Hinter euch. Das war schon sehr, sehr geil. Sehr schön. Philipp, Glückwunsch an dich zu P1. Alles richtig gemacht am heutigen Abend hier in Kielami. Ich drück dir trotzdem, trotz deiner Vermutung, die Daumen, dass es auch noch ein weiteres Mal oder mehrere Male im besten Falle für einen Rennsieg reichen wird. Ansonsten hab auf jeden Fall weiterhin viel Spaß hier mit den Konkurrenten. Ihr macht alle einen großartigen Job und wir sehen uns wieder in 14 Tagen, hätte ich gesagt, Philipp. Zum nächsten dann. Würde ich noch nicht versprechen. Nee. Aber nee, ich weiß nicht, ob ich da Zeit habe. Ah, okay, okay. Würde sich noch sehen, aber ich hoffe ja. Ich drücke dir die Daumen, Philipp, und ansonsten bleib mir munter. Komm gut ins Wochenende rein. Ich danke dir. Wünsche ich dir auch. Bis dann, mach's gut. Schönen Abend dir noch. Dito, ciao. Also, ja, Was? Ich habe, der Robin Meyer hat gesagt, wenn er Recht behält, dann, Quatsch, wenn ich Recht haben sollte mit meiner Vermutung, dass der Max Florenz zu wenig Sprit dabei gehabt haben könnte, dann würde er einen Fünfer in den Pott schmeißen. Ich habe aber nicht Recht gehabt, ergo müsste ich jetzt dem Robin Meyer einen Fünfer in den Pott schmeißen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. So, Freunde, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank natürlich nochmal an die ganzen Partner und Sponsoren, die Supporter hier bei Hove Sim Racing, an Albekra, an die Soapbox, an Creek.8 und natürlich an das Team rund um René Moldenhauer. Für ihr Zutun. Fladdy, mein Lieber, willkommen zurück und vielen, vielen Dank hier für deine Präsenz im Race und tolle, tolle Leistung, Fladdy, hast du richtig gut gemacht, Thumbs up dafür. Ich wünsche euch einen tollen Abend, ich danke für die ganzen Follower, für die Raids, für natürlich auch die Resubs und die Donation vom Matthias Wegel. Ihr kommt bitte gut zu liegen, bleibt mir gesund und munter. Ich bin morgen nicht da, wir machen morgen keinen Kommitag. Habt ihr ja mitbekommen, ich muss morgen unglaublich länger oder deutlich länger arbeiten. Ich schaff's zeitlich einfach nicht morgen. Ich bin dann regulär am Montag wieder da. Wochenende ist jetzt seit langem mal wieder frei.
Vielleicht machen wir am Sonntag was Spontanes. Vielleicht, vielleicht. Nagelt mich bitte nicht fest. Eventuell machen wir am Sonntag einen Kommi-Tag. So habe ich es zumindest mal im Hinterkopf, im Spleenplan drinstehen gesetzt, weil ich komme da morgens rechtzeitig aus dem Bett. Ansonsten sehen wir uns definitiv am Montagabend wieder. Nein, Quatsch, stopp, scheiße. Montagabend ist nichts. Nein, die Rio Racing hat Pause. Wir sehen uns regulär nächste Woche Mittwoch wieder. Genau, nächste Woche Mittwoch. Dann ist die Rio Racing wieder unterwegs im nächsten NLS-Format. So rum war es gewesen. Montag ist nix. Montag ist frei. Die Rio Racing hat am 19. doch Pause. Gehen erst am 26. Die Woche drauf am Montag fahren die erst weiter. So rum war es, genau. Das heißt, regulär sehen wir uns am Montag. Am Mittwoch nächste Woche, so rum, am 21. So rum. Oder? In diesem Sinne, Freunde. Rinje hauen. Habt noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und nur das Beste gewünscht. Macht's gut. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.